Schönen guten Abend, Montagmorgen, fast 20.15 Uhr, fast die Primetime, aktuell hier bei SRDTV, DSFM, Lauf 8 auf Watkins Glen. Wir begrüßen im Namen von SRD und SRDTV natürlich alle Zuschauer da draußen. Heute hier am Start, Manuel Wendel, das ist meine Wenigkeit, heute mit neuer Unterstützung. Einmal David Hoffmann dabei und nochmal neu der Julian Knut. Hallo euch beiden. Ja, hallo Manuel. Hallo Manuel. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Ich habe ja, oder wir haben schon von SRD angekündigt bekommen, nicht nur im Fahrerfeld Veränderungen, nein, auch wie gehört im Kommentatorenteam. Also schön, dass ihr uns da heute unterstützt, weil auch Luca heute als Starter unterwegs sein wird. Also heute nicht an meiner Seite, der Luca Borngesser, heute als Starter unterwegs. Ja, was meint ihr? Was wird uns heute erwarten hier im Watkins Glen? Ja, ich denke mal, spannendes Rennen. Ich hoffe mal, das Feld zieht sich nicht so schnell auseinander und gibt ordentlich Action. Genau. Ja, dem sei nichts zuzufügen. Wir befinden uns aktuell schon in 10 Minuten des Qualifyings, also der Server war etwas anders eingestellt als üblich. Moment, hier sehen wir es gerade. Haben wir auf der Pole Position Justin Hoppe? Ja, genau, Justin Hoppe nämlich wieder zurückgekehrt, hatte ja einige Zeit Pause gemacht, ist jetzt wieder zurück im Feld der DSFM, auch neues Team, im Moment sein neuer Teamchef hier im Bild, der Ferenc Kern, auch bekannt mittlerweile, aktuell auch Erster in der Gesamtwertung. Genau, hier haben wir Justin Hoppe. Justin Hoppe mittlerweile von Velocity Motorsports gewechselt zu Reactive Sim Racing, also Reactive hat sich da um Ferenc Kern ganz schön verstärkt. Justin Hoppe ja am Anfang der Saison ein Titelaspirant gewesen. Hat dann mehrere Rennen nicht bestritten und somit aktuell nur noch in der Gesamtwertung auf Platz 4. Ja, wenn wir schon bei der Gesamtwertung sind, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ferenc Kern mittlerweile auf Rang 1. Dahinter dann Ruben Denker und Christian Bug auf Platz 3. Christian Bug hat sich aber erstmal zurückgezogen. Also der nächste Fahrer, der hier erstmal die Segel streicht. Also somit wird er jetzt sich da auch nicht mehr verbessern können, sondern Justin Hoppe wird wahrscheinlich, wenn er da heute gut ins Ziel kommt, so wie es aussieht, wird das auch passieren, möglicherweise dann an Christian Bug vorbeigehen. Wenn wir dann noch auf die Klassement der Teams schauen, Reactive Sim Racing auf Platz 1, Piranha Sim Racing auf Platz 2 und Hawk Sim Racing auf Platz 3. Mal gucken, wie lange sich da Hawk Sim Racing halten kann, da ja, wie gesagt, Christian Bug nicht mehr am Start ist. Ja, dann haben wir heute ein neues Team. Den Teamchef haben wir heute auch hier im Stream. Und zwar Sauerland Racing. Da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen zu deinen Jungs, David. Ja, das sind meine zwei Top-Fahrer aktuell und ich habe denen gesagt, kommt, fahrt mal in der DSFM mit, weil der Mariusz, der Grömetz, der ist totaler Formel-1-Fan und ja, er hat sich den auch sofort gekauft. Ich glaube, der war noch niemals 5 Tage in iRacing, da hat er sich die Kiste geholt und fand die auch total geil. Und ja, ich hatte letztens den Gedanke gehabt, DSFM, Formel 1, lock mal das Fahrerfeld auf und fahrt die beiden mal mit. Und die zwei haben sofort zugesagt, ich habe denen dann noch schnell ein Design rausgehauen. Und ja, ich bin mal gespannt, was meine Jungs da heute leisten. Genau, dein zweiter Fahrer, David Sühler. Genau, der ist auch noch unterwegs. Er fährt in seinem Neonrot. Für mich ist es ein Pink, aber er sagt Neonrot. Und der Grimm jetzt, der ist in Bordeaux-Rot unterwegs. Ja, bin mal gespannt, was die zwei heute hier reißen können. Ist ja immer spannend, wenn man neue Fahrer dabei hat, wo die dann ankommen. Und so wie es aussieht, werden wir heute auch ein richtig spannendes Rennen haben. Also da sieht man wieder Hoppe wieder zurück und auch bei alter Stärke gleich mal aktuell noch die Pole Position. Mal gucken, ob er das in 17 Minuten immer noch inne hat, den P1. 0,474 Sekunden dahinter dann sein Teamchef Kern und einer der mit Titelaspiranten Ruben Denker lässt sich da auch nicht lumpen. 0,744 Sekunden dahinter. Dann Christoph Grund, auch nicht weit dahinter. Bin mal gespannt, was da hinten noch geht. Der Mariusz war in der Pre-Session, also in dem Warm-Up, also der Mariusz Gomitz, war in der Pre-Session einer der schnellsten. Ist jetzt ein bisschen verwunderlich, dass er da fast 2 Sekunden langsamer ist. Oder 1,5 Sekunden als vorher im Warm-Up. Luca Borngesser,
ja, allen, die regelmäßig die DSFM verfolgen, auch ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme. Heute das Fahrerfeld am Auffüllen, aktueller Rang Platz 6, also hat damit nicht gerechnet. Ich hatte vorher mit ihm gesprochen, er hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass er ein bisschen weiter hinten stehen wird, also auch für ihn eine Überraschung, dass er jetzt vor Fabian Jungblut ist und Florian Kappel aktuell auf Platz 8. Hier im Bild David Sühler, hatte eben wohl auch einen kleinen Off-Track, deshalb die Runde nicht gewertet. Kommen, denke ich, später im Verlauf des Rennens nochmal zurück, beziehungsweise in der Qualifying auf diese Off-Tracks. Ja, da fährt er auch ziemlich weit innen die Kurve an, also scheint da jetzt auch nicht mehr Vollgas zu fahren. Ja, also diese Off-Tracks, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zur Strecke Watkins Glen. Eine Strecke mit 11 Kurven. 5,47 Kilometer lang. Hier gefahren wird die Classic Boot Variante. Also oben die Schikane auf der Backstraight wird ausgelassen. Da geht es dann geradeaus. Da haben wir auch heute die DRS-Zone. Also eine der, oder die einzige DRS-Zone heute, da wo die Fahrer dann den Flügel öffnen können. Dann haben wir, ja, eröffnet wurde die Strecke am 2. Oktober 48 und war auch von 1961 bis 1980 Teil des Formel 1 Rennkalenders. Also jetzt kann man sich mit gar den, nicht vorstellen. Ja, genau, mit den modernen Formel 1 Fahrzeugen wahrscheinlich nicht mehr so top, aber damals bestimmt eine spannende Sache und heutzutage in iRacing ja auch eine sehr beliebte Strecke. Ja, ich habe eben auch so überlegt, wie sieht das mit der heutigen Generation der Formel 1 Boliden aus? Auf Watkins Glen? Kann es mir nicht so gut vorstellen. Aber ja. Fehlen die Auslaufzonen. Im Simracing, da kann man sowas fahren. Genau. Ja, viele werden jetzt auch das Team Scuderia Tutti Frutti vermissen. Hat uns ja in den vergangenen Rennen oft sehr viel Freude bereitet, die beiden Fahrer von dem Team Scuderia Tutti Frutti. Aber leider haben auch diese Fahrer, beziehungsweise das Team hat ihre Meldung erstmal zurückgezogen. Wir hoffen natürlich, dass sie bald wieder zurück sind. Weil ich erinnere mich gerne nur an Spa, wo Fugmann dann wirklich in der letzten Kurve noch zwei Plätze gewonnen hätte, aber dann das Auto noch wegschmeißt. Also da war Spektakel pur. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Ich habe selber gesehen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall gewesen. So, hier gerade unterwegs mit Ruben Denker. Jetzt hier auf The Boot, so heißt die gerade. Ja, aktuell Platz 3. Bin mal gespannt, ob er sich jetzt in den nächsten 14 Minuten dann noch vorfahren kann. Wäre natürlich gut, weil, oh, jetzt geht er weit. Damit ist die Runde auch beendet. Ja, ist natürlich von Vorteil, wenn du hier vorne stehst, weil die erste Kurve natürlich gar nicht so ohne ist. Ja, die erste Kurve, die wird... Wird, glaube ich, nicht einfach für die Fahrer. Da werden einige die Auslaufzone nutzen. Genau, The 19 nennt sich die Kurve. Also 90 Grad Kurve bergab und hat dann noch eine kleine Senke in der Innen- oder am Körb. Also macht schon Spaß, die Kurve zu fahren. Aber ist auch gar nicht so ohne. Wie du sagtest, da werden wahrscheinlich heute doch einige weit gehen. Auch eine der wenigen Stellen hier auf der Strecke, wo er wirklich eine große Auslaufzone ist. Alternativ wäre dann noch in Inner Loop eine große Auslaufzone. Das ist die erste oder die lange Rechtskurve nach The Backstraight. Also da werden wir jetzt auch erstmal mit dem Florian Kappel auf The Boot. Das ist die vorletzte Gerade. Gucken, ob wir nachher mal diese Backstraight ja sehen und dann auch Inner Loop. Ich denke, da kann man auch angreifen am Ende der Geraden. Ein bisschen später dann auf die Bremse gehen, das DRS ausnutzen und dann vorbeigehen. So, jetzt hier sehen wir jetzt Kern auf seiner Outlap. Fährt jetzt erstmal durch The S's. Das ist diese Rechts-Links-Rechts-Bergauf-Kombination. Kommen hier in die DRS-Zone rein. Hier sehen wir auch das Schild. Jetzt wird es hier geöffnet. Und
hier geht es dann in the Inner Loop, wo wir eine doch relativ große Auslaufzone haben. Ja, wie gesagt, also ich bin mal echt auf meine Jungs gespannt. Formel 1 Autos hatten wir bis jetzt noch nicht viel am Hut. Ja, ihr seid ja auch mit 2-3 Runden gefahren hier auf der Strecke und ich muss sagen, für die Autos ganz schwere Strecke. Gerade ja, auch die Curbs. Also ich glaube, den in der ersten Kurve, den sollte man vermeiden, definitiv, weil kann alles passieren. Das ist ein kleines Überraschungsei da vorne. Ihr seid ja auch mehr in der GT3 unterwegs, also Southland Racing. Nee, GT3 nicht. Wir sind, gar nicht so. Nee, wir sind im Mazda unterwegs, in der Vorfallend. Stimmt. Hatten wir jetzt einen Start gemacht und waren nur 2 Fahrer und sind auch 2 Autos gefahren, weil die anderen beiden Fahrer, die haben aus familiären Gründen abgebrochen und haben gesagt, es geht leider nicht. Und da haben David und Zühler und ich gesagt, hey, komm, die 4 Stunden, die können wir auch mal alleine fahren. Und ja, letztendlich sind wir doch aus dem Rennen ausgeschieden. Ich wurde von einem Ruf abgeschossen und habe aber gesagt, okay, komm, Rennen kann vorbei sein, nächstes Rennen wird besser. Dann sind wir ins 24-Stunden-Rennen reingegangen mit 4 Fahrern, auch mit Mazda, sind 5. geworden, sehr zufrieden. Nacht, die war ein bisschen turbulent, aber sonst, ich bin zufrieden mit der Leistung. Fürs allererste 24-Stunden-Rennen, was wir alle gemeinsam gefahren sind, finde ich Position 5 eine gute Leistung. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt, was ihr oder was das Southland Racing Team heute Abend abliefern kann hier im Formelfahrzeug. Wäre natürlich schön, ist natürlich auch eine ganz andere Welt, ja, wenn man mal überlegt. Mazda, doch einer der langsamsten Fahrzeuge, wenn man sich das so anguckt, im Feld von iRacing und im Gegenzug dann der McLaren MP430, doch einer der schnellsten Fahrzeuge im iRacing Condor, also von daher bin ich mal gespannt, was da kommt. Und mittlerweile sehen wir auch, Kern kommt da näher ran an Justin Hoppe. Sind nur noch 0,237 Sekunden. Also die zwei geben sich nichts, auch wenn die ganze hier im Team fahren, die beiden. Denke ich, dass da auch nicht Teamorder-mäßig gefahren wird, sondern die beiden werden sich aus Lust und Liebe zum Racing da vorne ein hartes Duell liefern. Und da wird Justin Hoppe nicht einfach so den Sieg herschenken. Umdenker lässt da aber auch nicht locker, bleibt weiterhin mit seinen 0,774 Sekunden dahinter. Christoph Grund weiterhin auch auf Platz 4, Kromitz auf 5, Borngesser auf 6, Jungblut auf 7, Kappel auf 8 und Zühler immer noch keine Zeit gesetzt. Also er scheint da noch ein bisschen mit der Strecke zu kämpfen. Ist ja so, wenn man neben die Strecke kommt, kriegt man einen sogenannten Incident. Kennt man auch auf dem normalen Motorsport, wenn man mit 4 Reifen außerhalb der weißen Linie ist, wird die Zeit nicht gewertet. Ähnlich kann man sich das auch hier vorstellen. Natürlich gibt es hier keine Rennleitung, die das Ganze entscheidet, sondern das macht die Simulation iRacing von selbst. Wir lesen gerade im Chat nur 8 Teilnehmer. Nein, es sind heute 9 Teilnehmer. Serie ist im Moment immer im Wechsel, also wir haben mal mehr, mal weniger Fahrer, liegt daran, weil der F1 einfach brutal schwer zu fahren ist, also man kriegt es immer wieder mit und da setzt sich dann auch Zühler endlich mit einer Zeit auf die 9 und Kappel schiebt sich vorbei an Grund auf die 4, da hat er dann nochmal eine Zeit rausgehauen. Ja, also die 1,33 vom Zühler, ich glaube da war ein kleiner Fehler drin, aber da geht mehr. Auf jeden Fall. Wichtig ist, dass er mal eine Zeit gesetzt hat, auch fürs Selbstbewusstsein. Also wie gesagt, die Serie hat immer große Flugtraktion. Also viele Fahrer kommen und gehen und kommen wieder, so wie wir das Beispiel Justin Hoppe haben. Liegt daran, weil das Fahrzeug einfach sehr trainingsintensiv ist und sehr, sehr schwer zu beherrschen. Und wenn wir dann so Top-Fahrer dabei haben, ja,
dann macht es als der ein oder andere, der dann wirklich nur hinten rumgurkt, der natürlich nicht unbedingt langsam sein muss, trotzdem nicht so viel Spaß. Also wir haben es auch gesehen, wir hatten das größte Feld, glaube ich, in Spa. Ich weiß nicht, wie viele Fahrer da am Start waren, aber da war es auch recht spektakulär, das Ganze. Deshalb, wir sind guter Dinge. Wir haben jetzt Rennen 8 von 12 Rennen und denke, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Fahrer dazu. Wenn sich das Ganze jetzt hier behauptet, hoffen wir natürlich auch, dass deine Jungs, die Leute von Sauerland Racing, dabei bleiben. Der Zühler hat sich gerade auf die 3 gesetzt. Eine 1.20.225. Das ist doch schon mal ordentlich. Ja. Also das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, man kann Zeiten fahren, aber im Rennen kann das ganz anders aussehen. Ich bin da auch immer einer, nicht immer auf die Zeiten achten, sondern geht ins Rennen und dann guckt, wie die Leute dann fahren. Weil meistens sind die schnelleren Fahrer, die vorne die übelsten Zeiten raushauen, nachher die vielleicht ganz hinten enden können. Ja, das stimmt, das ist richtig so. Ja, ich bin gerade onboard beim Zühler und der hat ein bisschen dazu kämpfen mit seinem Wagen. Ja, also es ist generell so, wenn man auch das auch so aus dem offiziellen Service mitbekommt. Also es ist ja so, der iRacing-Kalender hat eine Saison, die geht immer 3 Monate. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Zühler geht in die Box, ich glaube, das war's für ihn. Also die geht ein Quartal. Und so sind dann auch die Rennen in der Liga angepasst. Also hier in der DSFM werden genau die gleichen Strecken wie im offiziellen Service gefahren. Somit können die Fahrer im offiziellen mitfahren und da gab es, glaube ich, einen Kontakt von Kappel an der Wand und damit ist das Auto auch kaputt. Er steht und in der Box. Ja. Wie gesagt, der Kalender ist angepasst an den offiziellen Service. Somit können die Fahrer dort trainieren und wenn man sich so die Rennen im offiziellen Service angeguckt haben, hatten da alle Fahrer ziemlich zu kämpfen. Wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, also wir haben jetzt hier auch eine Streckentemperatur von 43 Grad, es ist doch schon relativ warm, scheint der F1 hier wirklich am Rutschen zu sein und einen enormen Reifenverschleiß zu haben. Also bin noch mal gespannt nachher, was die ganzen Taktiken, was Boxenstops angeht, machen, was die Fahrer da machen, ob wir vielleicht doch endlich mal eine Zwei-Stopp-Strategie sehen von allen Fahrern. Wir hatten es ja in Sebring so, dass Kern mit einer Zwei-Stopp-Strategie fast geschafft hat, an Denker vorbeizugehen, der mit einer Ein-Stopp-Strategie gefahren ist. Und Fabian Junggut setzt sich auf die Position 5, hat sich dann auch nochmal nach vorne geschummelt. Und ja, die Zeit, die wird auch sicher sein. 21.021. Ja, die Zeiten sind ganz nah beisammen. Gerade vorne, die ersten zwei. So, Hoppe und Kern. Das wird ein spannendes Rennen. Ich hoffe, die schießen sich nicht in der ersten Kurve ab. Ja, wäre schon relativ... Ja. Wäre nicht komisch. Gut. Ja, wenn sich Teamkollegen da vorne abschießen. Na, ja, also, da bin ich auch mir ein bisschen unsicher. Der Zühler, der ist auch... Wir sind ein schneller Fahrer. Aber wir arbeiten noch ein bisschen an ihm. an der Konstanz, da muss noch ein bisschen gefeilt werden. Und gerade auch so Richtung VV-Lenn und so. Und... Gut, das ist hier eigentlich ein Sprintrennen, geht ja nicht über 4 Stunden. Und ich bin echt mal gespannt in seiner pinken Schleuder. Ja, und wir sind jetzt auch im Finale. Also Finale, jetzt geht's nochmal rein in die Box. Nachtanken, Reifen frisch drauf machen, Auto so leer wie möglich, Mann. Also wir haben es ja schon in allen Streams erwähnt. Je leichter das Auto, desto schneller die Zeit. Also ich, in kaum einem anderen Fahrzeug macht das so viel Zeitunterschied aus, das Gewicht. Deshalb so gut wie leer machen das Fahrzeug, wirklich nur auf 3 Runden das Ganze begrenzen. Outlap, schnelle Runde, Inlap. Und dann wirklich alles rausholen, die ganze Energierückgewinnung festsetzen, raushauen, was nicht alles und dann die Topzeit setzen. Kappel befindet sich auch im dritten Sektor. Bin auch mal gespannt, was er da jetzt fährt. Ich denke mal, er ist ein bisschen schneller. Halbe Sekunde bis Sekunde. Fährt er gerade auf die letzten 2 Kurven zu. Oh, da ist er auf den Rasen gekommen. Das gab einen Off-Track. Ich glaube, die 2, die weg.
Oder? Ja, ich denke mal schon. Ne. Ich glaube, für Kappel war es auch. Aber er fährt nochmal los. Ich glaube. Ich weiß es nicht. 1:21. Ja, doch, er schafft noch eine Runde. Aber da muss er wirklich was raushauen, damit er ein bisschen nach vorne kommt. Bei der Strecke ist es auch wieder so eine Sache mit Anbremsen und Rausbeschleunigung und so, dadurch, dass es hier eigentlich fast nur schnelle Kurven gibt. Da müssen die Fahrer auch gucken, wie schleunige ich am besten aus der Kurve raus, wie bremse ich rein, wie komme ich am schnellsten durch. Beste Linie finden, die schnellste. Und dann sind auch Zeiten möglich, wie der Hoppe so gefahren ist. Ja, na 1:19:49. Das ist schon echt heftig. Meine schnellste persönliche war, glaube ich, 22,4 oder so, aber ich bin einfach auch Spaß gefahren und ich habe dieses Auto auch noch nicht lange und habe gesagt, okay, komm, Watkins Glen. Aktuell unterwegs mit Luca Borngesser. Jetzt hier in den letzten Metern oder auf den letzten Metern. Jetzt nur eine Kurve, dann geht's zurück auf Start und Ziel. Bisschen Windschatten von Zühler und Luca. Ja, Zeit verbessert, aber ein Positionwechsel hat nicht gereicht. Wir haben mal gesehen, die Kurve verleitet einfach zum weit nach außen tragen. Also man kann hier wirklich auch neben dem Körb fahren und holt sich nicht gleich ein Incident, aber man muss aufpassen. Ein bisschen zu weit raus, ein bisschen zu spät raus auf die Strecke, wieder zurück auf die Strecke. Und das kostet Zeit. Genau, erstens kostet es Zeit und zweitens kriegst du dann auch einen Ink, also in der Qualifikation nicht optimal. Ja, noch 17 Sekunden in der Qualifikation. Justin Hoppe aktuell noch auf Position 1, Kern dahinter. Süler auf der 3, Denker auf der 4, Jungblut auf der 5, Kappel auf der 6, Grund auf der 7, Borngesser auf der 8 und Grom jetzt auf der 9. Was mich jetzt wundert? Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Ich meine, er ist in Practice seine 21,9 gefahren. Gut, er ist ein Quali schneller, aber ich glaube, da geht nicht mehr. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, ob er mit vollem Tank die Zeit gesetzt hat oder ob er es wie die anderen. Uiuiuiui, war das hier knapp. Drei Fahrer hier. Ganz knapp aneinander. Denker jetzt auch durch. Kann seine Zeit auch nicht mehr verbessern. Bleibt jetzt auf Position 4. Süler kann hier noch die Zeit verbessern. Schwarz-weit karierte Flagge. Schwimmen jetzt, glaube ich, auch nicht auf einer schnellen Runde. So, jetzt geht's auf einer 20.225. Gehen alle an die Box. Gehen alle an die Box. Ruben Denker ist noch unterwegs. Fährt gerade in die Kurve 7 rein. Wobei ich nicht sicher bin, ob Denker noch vor der Zeit über die Linie gefahren ist. Also es sieht so aus, als wäre es jetzt rum. Denker wird jetzt auch nur noch an die Box reinfahren. Also ich ist die Outlap. Denker wird über die Ziellinie fahren. So nach 50 Sekunden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er auf einer Hotlap ist. Er gibt auf jeden Fall alles. Da ist er ein bisschen zu weit durch die Kurve gefahren. Zu spät angebremst, denke ich mal, jetzt in die letzten zwei Kurven rein. Kurve 11, dann Kurve 12. Da rutscht ihm auch das Auto. Nein, er geht in die Box. Das war's auch für ihn. Ja, somit ist das Qualifying beendet. Hoppe weiterhin auf 1, Kern 2, Schüler auf der 3, Denker 4, Jungblut 5, Kappel 6, Grund 7, Borngesser 8 und Grömm jetzt 9. Da bin ich ja mal ganz gespannt auf den Start, was die Jungs da machen. Ja. Lass die Flügel alle. Ist mir aus der Seele, David. Ich gehe auch mal von aus, wenn der Flügel ganz leicht beschädigt ist, das zieht am Topspeed da. Werden dann die ersten Probleme haben. Gerade auf der Backstraight, da erreicht man ja auch, glaube ich, 310, 320 so um den Dreh mit Flügel offen. Das wäre ein echter Nachteil. Und die Reparaturzeiten bei so einem Flügel, ich weiß nicht, wie es lange in iRacing dauert. Aber man muss ja echt sagen, Thüler hat sich ja echt gut weit nach vorne gekämpft, ne? Mhm. Ich habe von den zwei Jungs nicht viel mitbekommen. Ich habe die machen lassen und dadurch, dass ich nicht mitfahre, dass sich die zwei da kooperieren und die können dann ihr eigenes Setup bauen. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat. Und die haben auf jeden Fall trainiert und sind auch stundenlang die Strecke gefahren.
Auch wenn es im Offiziellen gerade läuft, sind sie, glaube ich, kein Rennen gefahren, obwohl wir es denen vorgeschlagen haben. Aber ich glaube einfach, im Official ist vielleicht auch die Konkurrenz größer, wenn da die Formel 1 Serie ein bisschen voller wird und da sind dann noch ein paar Aliens unterwegs. Ja, Startaufstellung erfolgt. Bin ich gleich gespannt drauf. Ja, jetzt kommen die Fahrer nach und nach auf den Server. Aber jetzt werden noch die Setups geladen. Dann geht's auch gleich los. So, hier sehen wir es jetzt schön von der Seite. Und das Fahrerfeld gibt Gas. Da geht's los. Oh, da geht's ja schon los. Ja, und da super Start von Denker vorbei. Schon an Justin Hoppe. Hoppe verliert da seine Position. Kern kann sich da vorne behaupten. Und da wird's richtig eng zwischen Denker und Hoppe. Kern setzt sich gut nach vorne. Und auch im Hinterfeld alles gut gegangen. Jetzt geht's erstmal hier schön auf die Backstraight. Der ist natürlich noch zu. Schüler hat irgendwie das Auto verloren. Er sitzt ganz hinten. Ja, scheint auch nicht recht. Oh, was macht denn Denker da? Der fliegt ab. Da ist das Auto kaputt. Und da muss Jungflut ausweichen. Oh, war das knapp eben. Ich glaube, da gab es einen heftigen Einschlag von Denker. Mal gucken, ob er das Auto noch bewegen kann. Profitieren natürlich jetzt. Auf jeden Fall von aus der Box starten. Das wundert mich gerade. Er hat Position 3 und ja, weiß ich nicht, warum er aus der Box starten musste. Genau, da war ein Boxenplatz oder ein Critplatz war frei. Und war er wahrscheinlich nicht schnell genug beim Critting. Ja. Bubendenker in Kurve 6 in der Innerloop. Zu viel Gas. Denk mal, Dirty Air und hat dann Reifenstapel geküsst. Schade. Flügel scheint beschädigt zu sein vorne. Das ist auch, glaube ich, das Problem, was ich eben schon angesprochen hatte, Geschwindigkeitsverlust. Ja, Kern ist relativ guten Start hier gehabt, geht auch gleich vorbei an Hoppe. Und ja, Denker dann auch noch profitiert von dem kleinen Ausritt, war kurzer Zeit vorbei. Ja, und dann natürlich wieder alles verloren durch seinen Crash. Jetzt fährt Kern da vorne weg, hat natürlich jetzt schon eine halbe Sekunde da rausgefahren. Innerhalb von zwei Runden oder eineinhalb Runden. Denker bleibt auf der Strecke, er geht nicht in die Box und nutzt sich einen neuen Flügel. So stark beschädigt sieht der Flügel auch nicht aus. Vielleicht kann er mithalten. Wer weiß. Man muss es beobachten. Hoffen wir mal das Beste für Denker. Oh, Zühler hat sich in der ersten Kurve gedreht. Das ist nicht schön. Ja, so schnell geht's. Erst von 9 auf die 3 und dann wieder von 3 zurück auf die 9. Ja, beim Rausbeschleunigen hat sie ihn erwischt. In der ersten Kurve. Boah, ja, hier sieht man's. Wie schon erwähnt, beziehungsweise du hattest es auch erwähnt, eine richtig schwere Kurve, die erste. Jetzt sieht man auch, wie nah die Fahrer hier an der Wand vorbeigehen. Auf der Start- und Zielgeraden. Wenn es dann rausgeht wieder hier mit der Geschwindigkeit. Und hier haben wir The 90s, diese schwer zu fahrende Kurve. Berg runter, Rechtskurve, 90 Grad Winkel mit einem kleinen, ja, so eine kleine Mini-Steilkurve, also eine Senke nach innen. Da haust dir dann doch mal das Auto weg. Also da hebelst das Fahrzeug manchmal aus. Und das ähnlich haben wir das auch bei Zühler gesehen. Aber er war natürlich nicht innen, sondern er war außen. Und hat dann die Power vom Formel 1 nicht auf die Straße bekommen, richtig, und somit dann das Übersteuern und den Dreher gehabt. Die erste Kurve macht, denke ich mal, viel aus hier auf der Strecke. Da kann man auch mal echt Zeit liegen lassen, gerade wenn man auch die Auslaufzone nutzen muss oder will oder kann. So, und Denkerangriff? Halt. Nein, Denker bleibt noch hinter Kampel. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber es sah gerade aus, als würde er angreifen.
Hier eine schöne Vierergruppe. Mhm. Kappel, Denker, Jungblut, Grund. Ich denke mal, da wird es gleich zur Sache gehen. Denker will, denke ich mal, vorbei. Abwarten, vielleicht schafft das. Im grünen Piranha-Design. Er kommt ran. Oh, da kam der Fehler von Kappel. Da muss er sich leider wieder in den Schatten hängen. Aber ich glaube, er geht an der ersten, in der ersten Kurve vorbei. Nee, er zieht zurück. Ich glaube, er hat sich da vielleicht gedacht, das ist doch ein bisschen zu früh im Rennen. Das Rennen ist ja nicht in der ersten Runde vorbei. Und in der ersten Kurve. Ja, und dahinter haben wir jetzt Jungblut, der jetzt hier in der DRS-Zone hängt, beziehungsweise Hintergrund hängt und jetzt auch den Flügel öffnen wird. Ja, er hat den Flügel offen. Beide haben den Flügel offen. Aber Jungblut zieht sich ein wenig ran. Er geht aus der Linie raus. Nein, er bleibt auch noch dahinter. Kommen jetzt Jagd da Borngässer. Ich glaube, der Luca ist auch vorbeigegangen. Oh, Borngässer hat da wirklich schon eine gute. Tülers Auto steht. Was hat er gemacht? Ich glaube, du hast deine Leute in der Box. Du wirst es wahrscheinlich hautnah aus erster Hand erfahren, gleich was da passiert ist. Ja, und Borngässer kann sich da absetzen. Karre quer gekommen und flog in der Wand ein. Er fährt aber noch. Er gibt es, glaube ich, noch nicht auf. Ja, vielleicht kann eure Boxencrew ja da noch was richten am Fahrzeug. Wäre natürlich schön, wenn er da wenigstens für Sauland Racing noch fährt. Und da sieht so aus, als würde Denker angreifen. Denker, nein, schafft's nicht. Ja, ich denke mal, das Feld wird sich jetzt ein wenig auseinanderziehen. Wir werden weiterhin vorne, gefolgt von Hoppe. Gern lässt ihn aber auch, glaube ich, nicht in den Windschatten rein. Das einzige Spannende ist gerade Kappel gegen Denker. Und Denker, und dann Denker geht vorbei. Und er hat die Kurve ausgenutzt. Aber ich glaube, das bleibt weiterhin spannend. Ja, und Süler an der Box. Süler jetzt an der Box, dann hoffen wir mal, dass Sauland Racing da gute Arbeit macht, dass der Formel 1 Bolide da nochmal auf die Strecke gehen kann. Und jetzt muss ich Kappel ja auch noch gegen Grund verteidigen. Ja, der Grund, der kommt auch näher ran. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich auch auf Start und Ziel dann probieren, in The 90 dann vorbeizugehen. Oder vielleicht bei Inner Loop. Hat es ja eben schon gesehen. Das wird schwer. Auch vorne Justin Hoppe weiterhin nah an Ferenc Kern dran. Nee, reicht hier nicht für Grund an Kappel. Oh, wird das eng. Da geht er weit. Ui, 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 ui. Da ist die Auslaufzone. Die hat ihn, glaube ich, alles gerettet. Ja, und jetzt hat er natürlich einen Haufen Schwung verloren hier beim Rausbeschleunigen. Ja, das hat jetzt eine Menge Zeit. Oh, Überschlag! Überschlag! Ach du Schien, ach du Jemen. Oh. Oh, 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 er hängt im Zaun. Das sah nicht gut aus. Das müssen wir nochmal in der Wiederholung einfangen. Eieieiei. Eieieiei. Das sah überhaupt nicht gut aus. Kappel? Florian Kappel lässt sich in die Box ziehen. Das sah gar nicht schön aus. Was ist denn da passiert? Immer hier schon. Kriegt er jetzt den Angriff gleich vom Grund? Ob eine Onboard-Wiederholung wäre, könnte, glaube ich, vieles erklären. Ich denke mal, er hat sich zu sehr ablenken lassen von seinem Hintermann. Ja, da sieht man das nicht. Jetzt zieht er in die SS rein. Oh, verliert das Auto. Definitiv. Aber. Ja, das ist auch so eine Stelle. Da hat man ganz klar gesehen, wie er das Auto verloren hat. Schade. Auf den Curb gekommen, innen bei The Asses. Selbst mit einem GT3-Fahrzeug eine heikle Stelle hier oben. David Zühler auch in der Box. Ist wahrscheinlich auch aus dem Fahrzeug ausgestiegen, so wie es aussieht. Mhm.
Florian Kappel auch. Ja, also das Auto wird auch Schrott sein von Kappel. Hat man ja gesehen, Überschlag in der Wand hängen geblieben. Ja, beim Züller, ich glaube, das war ungewolltes Abstellen des Autos. Er ist Problem mit dem Internet, denke ich mal. Ja, und jetzt sehen wir hier noch die zwei Teamkollegen von Reactive Sim Racing. Das Team, das im Moment die Fahrerwertung und die Teamwertung anführt. Hier dann die zwei Teamkollegen, also neuen Teamkollegen. Hoppe ja erst seit gestern oder vorgestern bei Reactive Sim Racing angestellt worden. Und jetzt auf der Jagd von Ferenc Kern. 0,399 Sekunden hier der Abstand. Ja, Züller ist jetzt dann definitiv raus. Schade eigentlich für ihn, weil er hat sich ja eigentlich relativ weit wieder gut nach vorne gekämpft. Schade, dass er jetzt ausgeschieden ist. Ja, da kann man leider nichts machen. Ich als Teamchef sehe das auch nicht übel. Es ist ein Gaststart und natürlich auch sehr, sehr schade für Kappel, weil den Fehler, den Gunther ja gemacht hat, da hätte Kappel ja sehr gut draus profitieren können und den Abstand wieder ein bisschen vergrößern können. Aber durch seinen Fehler, wo er dann das Auto verloren hat, hat sich dann das ganze Blatt einfach mal so gedreht. Vorne geht's weiter und Justin macht den Flügel auf. Hoppe kommt ran, aber geht eher auf die Bremse. Und der Kern, der lässt ihn auch nicht in den Windschatten rein. Ich glaube, der Kern, der will die Position 1 behalten, auch wenn das Rennen noch jung ist. Aber es kann doch alles passieren. Wie sieht es im hinteren Feld aus? Ruben Denker weiterhin auf 3. Grund auf der 5. Und dann Herr Jungblut. Römisch fällt sehr, sehr weit zurück. Probleme mit dem Auto. Ich weiß es nicht. In der Kommentatorenkabine kriegt man halt nicht so viel mit, was unten da im Team abgeht. Abwarten nach dem Rennen. Ja, genau. Vorne wird es jetzt wieder spannend. Kern und Hoppe. Oh, Fehler von Hoppe. Da hat er eine Sekunde liegen lassen. Da ist ihm das Heck ausgebrochen. Ja. Kommt er in die DRS-Zone oder kommt er nicht in die DRS-Zone? Er kommt in die DRS-Zone, macht den Flügel auf. Kern gibt natürlich wieder keinen Windschatten. Ich glaube, da gibt es heute keine Teamunterstützung. Das wird ein reines Teamduell da vorne. Eieiei, das wird spannend. Ja, das sieht man schon ganz, ganz deutlich, dass Kern da den Sieg haben möchte. Das glaube ich. Und der Hoppe, der ist, ja, er jagt ihn. Ich bin auch lieber der Jäger. Aber das Rennen ist ja noch jung. Das Ganze kann sich ja noch mal drehen. Nur keine Fehler machen. Aber jeder profitiert vom Fehler. Ja, das stimmt. Das ist in jeder Serie so. Sowohl in der ESTM als in der VVLN und wie auch letztens beim 24-Stunden-Rennen. Aber der Hoppe, der will den Sieg haben. Der gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Er gibt überhaupt nicht auf. Er ist immer wieder ganz, ganz nah dran, auch wenn er seine Fehler gemacht hat. Er baut direkt immer wieder auf und kommt immer wieder ganz, ganz nah dran und will definitiv an Kern vorbei. Definitiv. Jetzt geht's wieder auf die Backstraight zu. Hügel wird gleich aufgehen. Er geht auf. Und Kern macht diesmal keine Schlangen. Doch, er zieht ja nach rechts. Er macht damit die Linie zu. Also wird Hoppe nicht vorbeigehen. Und Hoppe ist vorbei. Und Hoppe gibt Gas. Oh. Auf gleicher Höhe. Aber ich denke mal, jetzt nach der Kurve, Hoppe ist vorbei. Ganz ja, starke vorbei. Aktion. Richtig, richtig gut. Ganz starke Aktion. Kern wird sich jetzt ein bisschen aufregen, aber Aufregung bringt nichts. Und da attackiert der Kern wieder. Und jetzt geht's geradeaus wieder. Off the boot. Aber er hängt Hoppe sich in Windschatten. Er bremst später. Und Kern zieht vorbei. Aber kommt jetzt die Linkskurve. Da könnte Hoppe nochmal angreifen. Und Hoppe greift an, Hoppe greift an. Und reit da durch. Das ist. Ich glaube, das wird echt ein spannendes Rennen hier. Und Hoppe weiterhin vorne.
gern ein bisschen aus Gras. Fahren beide eine gute Linie. Und wir haben ja, wie gesagt, auf der Strecke nur eine DRS-Zone. Ich glaube, die Startzielgerade ist ein bisschen zu kurz und Hoppitz gern zieht wieder zurück. Ja, denk mal jetzt, Hoppe wird das gleiche machen wie Kern auf der Backstraight, auf der Gegengerade. Fahren sie noch durch die S's. Dann wird gleich der Flügel von Kern aufgehen. Was macht Hoppe da? Fährt er Schlangenlinien? Hält er seine Linie? Zieht er nach rechts? Er zieht nach rechts. Das wird, glaube ich, nichts, oder? Ja, die Beschleunigung, die sagt jetzt alles. Hoppe vorne. Hoppe weiterhin vorne. Grund an der Box. Reparaturen oder vielleicht schon taktisches. Wissen es nicht. Im Mittelfeld ist es, ja, nicht gerade spannend. Das Feld zieht sich sehr. Ruben Denker auf der 3 fährt jetzt in die Kurve 8 rein, auf the Boot. Jungblut fährt jetzt auch in die Kurve 8 rein. Und Borngesser jagt den Jungblut. Aber jetzt sieht man natürlich ganz, ganz, ganz klar, dass Hoppe die Position 1 überhaupt nicht mehr zurückgeben will. Aber Kern, denke ich mal, wird da sehr gut dranbleiben und wird es nochmal versuchen, ihn auf jeden Fall nochmal zu überholen und wieder auf die 1 zu kommen. Oh, jetzt wird es wieder spannend zwischen Hoppe und Kern. Und da ist der Kern auch wieder vorbei und Hoppe ist wieder auf dem zweiten Platz. Starke Aktion auf jeden Fall vom Kern, wie er ihn da überholt hat. Ja, die zwei, die werden, denke ich mal, viel Erfahrung im McLaren haben. Aber den Kurven trauen sie sich nicht, ja, so ganz nah ranzufahren. Lieber doch lieber die Reifen halten, weil wenn man mit dem Wagen einmal irgendwo Hallo sagt, ja, dann ist das Auto auch schon ein bisschen kaputt. Und gerade bei Open-Wheelern und Formel-Autos macht das viel von der Aerodynamik aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall, das ist wirklich so. Die zwei fahren vorne auf jeden Fall ihr eigenes Rennen und dahinter, da ist es ruhig. Da ist auch nichts Großartiges passiert. Auf jeden Fall noch spannende Zweikämpfe zwischen den beiden geben. Ja, das könnte wirklich ein Rennen sein, was in der allerletzten Kurve entschieden wird. Ja. Gehe ich mal ganz stark von aus. Der Justin, der will den Sieg. Ist egal, ob Runde 1 oder 55. Der will vorne fahren. Und er zieht jetzt rechts vorbei und Hoppe ist vorbei. Jetzt nur gescheit aus der Kurve rauskommen. Er ist nicht fies und sticht nicht nach links rein. Er lässt sogar noch Platz, obwohl er es hätte nicht brauchen müssen. Und Hoppe wieder vorbei. Das ist echt spannend. Jede Runde ein Positionswechsel vorne. Was macht Kern jetzt? Da bin ich auch gleich mal gespannt, wenn es in Richtung Boxenstopp geht. Was die zwei machen. Also die zwei auch eine halbe Sekunde schneller als der drittplatzierte Ruben Denker. Ruben Denker, beste Zeit eine 1:23.077. Mittlerweile sogar sind sie beide fast 2 Sekunden schneller. Also Kern eine 1:22.440 gefahren. Ruben Denker in der letzten Umrundung eine 1:24.457, also 2 Sekunden langsamer. Die setzen sich da vorne kontinuierlich ab. 14 Sekunden schon das Duo hier vorne weg. Ja, also bleibt auf jeden Fall spannend. Manuel, mal eine Frage an dich. Ich meine, ja, jetzt ist das erste Rennen hier dabei und ich habe die DSFM nicht so ganz verfolgt. Ich habe Spa gesehen, das war wirklich ein super Rennen, gerade in der letzten Runde, was die drei da gerissen haben. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Aber Reactive Sim Racing, wie sind die so die Rennen davor gewesen? Also, Reactive Sim Racing ist auf dem aufsteigenden Ast seit jedem Rennen. Also, Ferenc Kern war immer einer der... Oh, da geht er wieder vorbei! Da holt sich Kern erstmal wieder die Position von Hoppe, wäre jetzt fast untergegangen. Also hier geht's wirklich Schlag auf Schlag. Geniale Zweikämpfe der beiden. Hat jetzt natürlich die Innenlinie, kann so verteidigen. Also das ganze Team
auf dem aufsteigenden Ast, viel im offiziellen Service unterwegs. Auch bei der Apex Akademie ist Kern zum Beispiel unterwegs, also machen sehr, sehr viel und werden von Rennen zu Rennen stärker. Ja, also mittlerweile, denke ich, könnten sie auch bei den Rennen von Anfang an vorne, also wenn man vergleicht die Stärke, würden sie jetzt am Anfang wahrscheinlich auch wieder mitfahren vorne. Frage ist, ob sie da auch mit den Pure-Leuten mithalten können, das kann ich jetzt leider nicht so wiedergeben. Aber auf jeden Fall sehr starkes Team. So, David, dann haben wir auch gleich schon deinen Fahrer, ja, hier, den David, genau, David Süler, den werden wir dann auch gleich zu uns holen. Dann kann er gerade berichten, was passiert ist. Mhm. Ja, braucht nur keine Angst haben, ich schlag den schon nicht zusammen. Hallo David, wir hatten es gerade von dir. Schön, dass du da bist. Erzähl, was passiert. Warum dein Ausfall? Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, diesmal lag es an einem kleinen technischen Problem. Leider war es nicht das Auto, also es war eher mein PC. Da ploppt erstmal eine Update-Frage auf, mitten in der Kurve, dreht man sich weg, schlägt leicht an, denkt, oh, man könnte weiterfahren, an die Box gefahren, auf einmal schließt sich alles, PC neu gestartet. Rennen vorbei. Ja, das ist natürlich, das sind die technischen Probleme. Die kann man... Ja, in iRacing kann man die nicht ausschalten. Wir fahren ja auf virtueller Ebene, nicht in der auf der echten Ebene. Und ja, passiert halt. Aber wie war das Rennen für dich bis, ja, deinen Ausfall? Und wie war das Qualifying für dich? Ja, Quali war kritisch. Am Ende nochmal eine ganz eine Runde gefahren, die ganz in Ordnung war. Fünf Zehntel langsamer als meine Bestzeit bisher eigentlich. Aber ja, Auto hat sich gut angefühlt. Ja, Start irgendwie verpasst. Ja, du war ich kurz gejoint, also ich war kurz gejoint in der Startaufstellung, hab nachgeguckt, ob ich ein bisschen weniger Benzin mitnehmen kann, weil man hätte viel zu viel Benzin am Ende übrig, irgendwie 12 Kilo oder so, wollte ein bisschen sparen, hab ein bisschen zu weit runtergedreht, das gemerkt, wieder zurückgegangen, hab wieder aufgefüllt und hat das Rennen auch schon begonnen. Ja, konnte erstmal dann nach dem Start aus der Boxengasse ganz gut aufschließen, wieder habe ich mich dann auch schon weggedreht. Und ja, und dann kam noch das technische Problem und dann war es auch schon wieder vorbei. Ja, schade für dich, dass es so schnell wieder vorbei war. Aber ist ja immer ein Gaststart. Man lernt ja so die Konkurrenz eigentlich kennen, wenn man in der Serie mitfährt. Und bis nächstes Mal weißt du auf jeden Fall Bescheid, dass du deine Updates mal einstellen musst, ne? Wäre ratsam. Ja, da muss man schauen. Hoffentlich geht's auch mit der Liga weiter. Ja, es ist, ich glaube, alle würden sich wünschen, ein größeres Fahrerfeld zu haben. Aber ich glaube auch mit zwei Fahrern jetzt so von meinem Team aus, auch wenn es so ein Gaststart war. Ist das doch schon mal relativ. Ja, gut. Ist doch schon relativ. Und wir können ja mal drüber diskutieren, ob wir nicht uns doch wirklich sagen, komm, wir fahren die restlichen Rennen noch mit. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man es mal vergleicht mit gestern. Also Formel 1 im realen Motorsport, da ging es vorne an der Spitze nicht. 6-7 Runden, einfach jede Runde ein Führungswechsel hin und her. Nein, das geht hier wieder hin weiter und der Hoppe fängt auch schon wieder an. Der muss hier wieder blocken, genau. Hoppe zieht wieder raus, zeigt sich und wird jetzt wahrscheinlich bei Innerloop außen bleiben, versuchen viel Schwung mitzunehmen. Und dann hat er nämlich die Linkskurve. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ah, zieht wieder zurück. Ja, das ist echt spannend. Trotzdem, David, danken wir dir fürs Interview und würde ich mal sagen, geh mal wieder runter und einen schönen Abend dir noch. Mal an. Jo, ebenso. Ja, und jetzt kann Hoppe vielleicht durchs Rausbeschleunigen hier dann angreifen. Mit mehr Schwung hier über die Karte. Oh. Aber was mich echt wundert, die bleiben auf der Strecke, wirklich. Das ist echt spannend. Da geht's irgendwie nicht mal auf den Rasen oder so, oder? Überhaupt nicht. Keine Berührung. Das ist fairer Motorsport hier. Ja, sehr fairer Motorsport. Also das muss ich dir echt lassen. Was die beiden hier fahren, das ist echt klasse. Und da ist Hoppe auch vorbei. Das ist schon fast Weltklasse hier, wirklich. Also das...
bei. Ja, die zwei werden hier wirklich... Oder geht der Hoppe ein bisschen raus? Ob die zwei sich nach dem Rennen noch die Hand geben, ist eine andere Frage. Oh, doch. Also ich glaube, die zwei haben gerade den Spaß ihres Lebens. Ja, ich kenne das selber. Das ist als Fahrer, wenn du in Führung liegst, egal mit welchem Auto, du wirst einfach gejagt. Und ich hatte da mal ein Rennen auf der Nordschleife im Cadillac und über 6 Runden innerhalb einer halben Sekunde waren wir. Und du bist als Gejagter, die schießt jeglichen Adrenalin durchs Blut, du bist am Schwitzen. Und wenn du dann über die Ziellinie bist, da bist du froh, dass es gerade zu Ende ist. Und das ist dann erstmal eine körperliche Erleichterung einfach. Das ist echt anstrengend, sowas. Also vorne die Führung zu halten, dann auch konzentriert und konstant fahren, gleiche Zeiten attackieren, links, rechts. Dabei noch zu überlegen, wie mache ich das jetzt und dann noch den Sprit berechnen oder so, das ist. Ja, da muss man auf jeden Fall sehr gut trainiert haben, um das alles so unter einen Hut zu bringen. Hier in iRacing, dadurch, dass es ja eine Motorsport-Simulation ist, ist wirklich Training das Wichtigste. So, ja. Ich kannte das aus meinen früheren Spielen, kannte ich das nicht so. Da sind wir einfach auf den Server gegangen und haben eine Stunde sind wir gefahren und dann konnten wir es. Aber hier in iRacing merkst du wieder, das ist ein ganz anderes Niveau. Da musst du trainieren, du musst dir dein Setup bauen und gerade wenn es auch so Richtung VVLN geht, musst du halt das Setup halt auch so bauen, dass dein Teamkollege damit fahren kann und vielleicht auch noch ein Dritter. Oder wenn es ins 24-Stunden-Rennen geht oder so. Das ist da schon echt, da ist auch Teamwork gefragt. Ja. Ich muss auch sagen, also vor knapp anderthalb Jahren, wo ich das erste Mal hier so ein Rennen verfolgt habe von SRD TV, so, das sieht vielleicht so, wenn man sich das so anguckt, ja, im Livestream sieht das alles sehr, sehr, sehr einfach aus, aber ich kenne das selber dadurch, dass ich auch so ab und zu mal Rennsimulationen gefahren bin, wie Race Room oder so. Also es sieht einfach aus, aber es ist auf gar keinen Fall einfach. Richtig. Es ist wirklich, teilweise echt ein Krampf, wenn du vorne mitfährst. Wenn du im Mittelfeld bist und du fährst alleine, dein Vordermann ist 20 Sekunden entfernt, dein Hintermann 30, dann kannst du ganz gemütlich fahren, kannst da trotzdem noch deine schnellen Runden fahren. Aber du wirst halt wirklich erst so richtig unter Druck gesetzt, wenn du halt entweder einen hinter dir hast oder einen vor dir. Und wieder der Angriff von Hoppe. Kein Fehler leisten, also das ist ja echt verrückt, ey. Das ist ja schon wirklich man muss wirklich jede Kurve damit rechnen, dass der Hoppe vorbeigeht oder der Kern. Es ist echt spannend, also das ist auch das Einzige, was hier im Rennen wirklich spannend ist. Ja. Im hinteren Feld, ich gehe mal Ruben Denker auf der, wie heißt sie nochmal, ich vergesse das immer, also Boot, genau, fährt jetzt in Kurve 9 rein und Fabian Lung. Gut, der war glaube ich an der Box. Der geht jetzt erstmal in Kurve 7 in die Chute rein. Und jetzt kommt der Angriff in der 90. Jetzt sehen wir den ersten Angriff hier. Reicht. Oh, da steht das Auto quer beim Anbremsen. Ui, ja, er wäre sogar fast reingefahren. Der Kern. Hoppe weiterhin vorne. Aber man sieht immer wieder, egal ob es Kern oder Hoppe ist, sie wollen immer wieder vorbei. Das ist echt so ein spannender Zweikampf. Boom, Denker geht an die Box. Hey, auf jeden Fall. Und das Faszinierende ist, es ist ein teaminterner Zweikampf, genau, und noch um die Führung. Und die beiden fahren sowas von fair. Generell die ganze DSFM-Serie extrem fair, wenn man das mit anderen Serien vergleicht. Wir haben hier noch keine einzige Verwarnung in 8 Läufen oder in 7 vergangenen Läufen. Das ist wirklich ein riesen Lobwert an die Fahrer bei so einem Fahrzeug, was so schwer zu fahren ist, mit welchem Köpfchen da gefahren wird. Wir sehen es auch hier, die beiden Kern und Hoppe. Also wirklich, die fahren am Limit, bewegen das Auto dermaßen am Limit und lassen sich Platz. Wie du auch schon sagtest, David, die sind einfach auf der Strecke. Da ist niemand bleiben groß daneben. Klar, ja. Es geht mal, jemand verliert mal seine Linie oder so, aber ich glaube, das gehört zum Zweikampf dazu. Das ist im echten Motorsport nicht anders. Ja, das aber ist definitiv so. Ich kann, oder hat gerade der Kern den Körper rührt, das ist auch so ein. Gerade die hohen Curbs, die kannst du mit der Formel 1 einfach vergessen. Dafür sind die Karren einfach nicht ausgelegt. Aber ich denke mal, dass es hier auch nicht so viele Verwarnungen gibt. Es ist einfach, dass das liegt an den Open Wheelern. Weil wenn wir jetzt mal in die DSTM gucken, klar, da fahren erstens mehr Fahrer mit und zweitens ein GT-Wagen. Da muss man mal Hallo sagen. Und da muss man halt auch mal sagen, okay, komm, stech mal da rein, vielleicht klappt's ja. Es ist eine 50-50-Chance. Entweder fliegst du raus oder der andere oder ihr kommt beide gut durch. Na gut. Eigentlich dann jetzt nicht mehr 50-50, aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und da kann man sich dann halt auch mal ein bisschen anlehnen, aber jetzt halt auch nicht zu sehr. Weil in iRacing gehen auch, also nach meiner Meinung gehen die Autos da auch ein bisschen schnell kaputt. Und ich denke mal, das wird so der Hauptgrund sein, dass man hier halt auch sagt, okay, ich stecke jetzt zurück. Ich will nicht, dass mein Auto kaputt ist, weil Formelautos gehen generell schnell kaputt. Ja, das ist wirklich. Gerade wenn du jetzt sagen willst, du hast, wie gesagt, Open Wheeler, die Reifen sind wirklich nicht abgesichert. Und einmal an der Wand fahren, der Sturz, der verstellt sich sofort und dann
Sein ganzes Auto ist hin. Da musst du in der Box die neue Reifen holen, aber wahrscheinlich bringt es auch nichts, weil da die Lenkstreben komplett kaputt sind. Es ist halt wirklich ja, ein feines Auto, was sensibel wie ein Kieselstein ist. Ja, aber man sieht hier ganz klar, Hopper hat sich jetzt so einen ganz kleinen Vorsprung aufgebaut und aber ich denke mal, Kern wird bestimmt gleich wieder rankommen und wird nochmal versuchen zu kontern. Ja, das ist möglich. Da hat man jetzt gerade zum Beispiel gesehen, da ist Hoppe gerade einmal ganz leicht aufs Grün gekommen, so viel wie ich das gesehen habe. Aber sonst fahren die beiden wirklich ein tadelloses Rennen, also dieser Zweikampf, der ist echt, echt herbe. Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir haben ja hier auch das ERS, also die können ja auch nochmal extra Leistung abrufen, die beiden. Und da kommt es auch drauf an, wer ruft wo die Leistung ab, an welcher Stelle und kann sich so verteidigen. Mhm. Oh, das, uiuiui, sah das eben eng aus. Das ist halt für die, die jetzt nicht so viel wissen, ich erkläre es halt nochmal, ERS ist halt, ja, ein Stub für die Fahrer, aber der Fahrer darf nur DRS verwenden, wenn er innerhalb einer Sekunde des Führenden ist. Sprich jetzt, Kern darf auf der Geraden den Flügel aufmachen, sobald sie in einer Sekunde sind. Aber der Hoppe darf es nicht machen. Er darf den Flügel nicht aufmachen. Er dürfte aber den Flügel aufmachen, wenn vor ihm eine rüberrundeter wäre und er wäre innerhalb einer Sekunde. Ich meine, das wäre auch so. Vollkommen richtig. So ist es, glaube ich, auch in der richtigen Formel 1 und so sieht man es auch öfters. Und dann gibt es noch das sogenannte ERS, das ist eine Weiterentwicklung von dem damaligen KERS. Da können die Fahrer dann nochmal zusätzliche PS, sozusagen einen Boost-Button, können sie sich dann nochmal freischalten über die Runde. Und ja, da haben wir jetzt ist ja kein Button, es wird ja, glaube ich, automatisch aktiviert, das ERS-System. Also es gibt zwei Varianten, ne? Ja, genau. Mit dem ERS. Also es gibt zwei Varianten. Aber so wie wir jetzt, beziehungsweise Luca hat, also Borngesser hat sich da ein bisschen schlau gemacht, da er auch heute am Fahren ist. Beziehungsweise wir hatten ja auch mit Martin Krönke vor der Saison über das Ganze gesprochen. Es gibt zwei Varianten. Das Adaptive, wo dann der Computer sozusagen das Ganze steuert. Und dann gibt es nochmal das Manuelle sozusagen, wo man dann selbst sein ganzes, ja, Puffer, seine ganze Energie zu dem Zeitpunkt abrufen kann, wann man das braucht. Und man kann auch verschiedene Einstellungen nutzen, wie stark, wann, was in Anspruch genommen wird. Also da kann man wirklich viel taktisch fahren. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber hier gibt es gerade einen Positionswechsel. Nicht vorne, sondern Fabian Jungblut, zieht an Borngesser vorbei. Und somit ist Jungblut auf der Position 4. Vielleicht ist die Position 3 in Aussicht. Wir blenden es nochmal ein. Das Überholmanöver hat, glaube ich, zwischen den letzten beiden Kurven stattgefunden, wenn ich mich richtig. Nee, doch auf der Geraden. Ja, der Zeit ist auch wieder. Oh, aber das sieht man sehr. Ja, auf der Geraden. Er hatte, wie gesagt, auf der Gerade haben wir keine DRS-Zone, wir haben nur eine DRS-Zone hier auf der Strecke. Aber der Windschatten, der macht es auch aus. Und wenn man da ganz nah dran ist, dann, ja. In der 90s geht Fabian vorbei. Ganz faire Aktion und, ja. Position 4 kann er halten. Fabian auch wirklich gehört zu den Stammfahrern von, also Fabian Jungblut gehört zu den Stammfahrern von Simracing Deutschland. VVLN fährt er, DSTM und hier in der DSFM fährt für GT Tempel, dem Gran Turismo Tempel Team und ja, also wenn mich einer fragen würde, nehmen wir einen Stammfahrer von Simracing Deutschland, dann wäre das für mich ganz klar der Jungblut, weil der ist glaube ich in jedem Rennen dabei. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich glaube, den kennen auch wirklich viele und ja, ich kenne ihn auch gut, ein ganz guter Freund von mir. Ich kenne ihn auch schon seit 2009 kenne ich ihn. Und haben wirklich auch schon vieles durchgemacht in Sachen Simracing. Und er war auch der Grund dafür, warum ich heute in iRacing gelandet bin. Weil ich hatte 2015 hatte ich eine Simracing-Pause gehabt, weil ich einfach die Hardware nicht dafür hatte. Borngesser, kleiner Verbremser, aber er fährt wieder. Hat mal die Bremsen gecheckt oder hat er Zeit verloren. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Somit Jungblut weiter in die Position 4 und fährt sich weiter nach vorne. Auf Position 1 wieder Hoppe, dann gefolgt von Kern. Ja, wo war ich stehen geblieben? Da war gerade spannend. Manuel, helf mir mal. Deine neue Hardware. Genau. Ich hatte nicht die nötige Hardware dazu. Ich wollte damals immer Assetto Corsa fahren und ja, aber dann hat halt Fabian gesagt, komm David, hol dir iRacing, auch wenn es Geld kostet, aber für dich wirst du wirst Spaß haben darin, rein zu investieren.
Gut, ich mir natürlich so gedacht, iOS in Geld, teuer. Finanzierung, die ist schon echt teilweise echt hart, also das geht einem manchmal echt ins Herz rein. Und aber ich bin dann wirklich den Mazda auf Leimock Park gefahren, noch den alten Mazda, den 215er, nach drei Runden habe ich gesagt, hey Fabian, ich will nichts anderes mehr fahren, ich will bei iRacing bleiben. Und ja, seitdem, seit Januar fahre ich iRacing und will auch wirklich nichts anderes mehr lernen, so dass ich da gut bin oder so, weil ich habe iRacing und aus Fun spiele ich klar auch andere Spiele, aber das ist dann nur halt so mal aus Spaß, wenn man sich halt auch mal eine Karre reinfahren will oder so, ne? Das machen wir auch im Team auch. Wir sind auch nicht nur in iRacing unterwegs, Racing spielen wir auch und haben wir auch Spaß dran, aber das ist halt nur so Spaßfaktor. Und wenn wir iRacing fahren, gerade auch bei SimRacing Deutschland, dann nehmen wir das halt ernst an. Und auch wenn wir in der Wertung fahren und so, da versuchen wir halt alles zu geben, dass wir halt auch vorne mitfahren. Beim letzten VVN-Lauf lief es auch relativ gut, eigentlich sehr gut für uns. Wir hatten nach der ersten Runde schon eine Doppelführung, die konnten wir auch über 2 Stunden halten. Aber dann wurde ich leider halt im Gallenkopf abgeschossen und das Lenkrad war schief und im schiefen Lenkrad kann ich nicht fahren und meine Boxenleute konnten es auch nicht reparieren. Somit habe ich gesagt, okay, Herr Zühler, fahr das Ding nach Hause, aber er hat es leider auch nicht geschafft. Aber trotzdem, wir gehen ins nächste VVN rein, optimistisch rein. Wir haben auch neue Fahrer geholt und uns auch einen neuen Sponsor besorgt. Wir hatten gerade in der Zwischenzeit die beiden Führenden an der Box. Oh, Boxenstoppzeit? Das habe ich ja ganz verpennt. Ja, genau. Und zwar waren gerade Hoppe und Kern an der Box und Hoppe. Ja, beide gleichzeitig an der Box und Hoppe einen genialen Stop. Also hier ist es so, dass nicht beide eine Crew haben. Hier haben beide ihre eigene Boxencrew zum Glück. Also können beide parallel in die Box fahren. Und Kern hat da 2 Sekunden verloren. Ja, 2 Sekunden verloren auf Hoppe. Keine DRS-Zone. Kern muss jetzt alles geben, damit er vorne rankommt. Ja. Der muss alles geben. Wir sind jetzt auch in dem Fenster, wo auf jeden Fall die Boxenstops kommen sollten. Wir sind jetzt bei 26 von 55 Runden angekommen. Ja, und man muss halt auch aufpassen. Man glaubt's kaum, aber es gibt ja bei iRacing tatsächlich die Reifenplatzer. Und wenn du die Reifen hier zu weit runterfährst, platzt dir bei dem Formelfahrzeug halt einfach mal komplett ohne Vorwarnung der Reifen und damit gerade hast du dann keine Chance mehr. Gerade die Pirellis. Die nutzen auch schnell ab, glaube ich. Ich meine, wie viele Runden konnten sie fahren? 25, 24? Aber ich glaube, da sind die Reifen auch wirklich am Ende. Gerade auf dieser Strecke durch die schnellen Kurven, da nutzen die auch stark ab. Und, ja. Da müssen halt neue Reifen her. Wir haben halt hier nur die gelbe Mischung. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine ist. Mittel? Oder Supersoft ist es nicht. Das sind die roten, meine ich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, Standardmischung von iRacing. In iRacing gibt es ja nur eine Mischung für jedes Auto. Also es gibt halt nicht weich, mittel oder hart. Finde also ich aber auch persönlich ganz gut. Es ist angedacht gewesen, dass da verschiedene Mischungen kommen. Wann die kommen und wie sie kommen, ist noch offen. Ob sie kommen. Na, ich gehe gerade, also jetzt habe ich es hier. Es gibt sogar die, hier haben wir jetzt leider nicht die Reifen, aber in der echten Formel 1, da gibt es sogar noch die Ultrasoft, diese lila, aber die gelben sollen die Soft-Reifen darstellen, also die weichen. Ja, Ruben denke auf der 3. Und wer ist dahinter? Fabian Jungblut. Oh, hat der Jungblut einen Fehler gemacht? Auf jeden Fall sind die zwei nah dran, ne? Ruben Denker fährt gerade in die Kurve 10 rein. Und Jungblut fährt jetzt auch in 10 rein. 7 Sekunden trennen die zwei. Ja, bei meinem Fahrer Grömitz, da läuft es wahrscheinlich auch nicht ganz so gut. Fährt auf der 6 rum, hat großen Abstand, 20 Sekunden fast. Ja, immerhin ist es ein Gaststart und ich sag auch zu denen, sollen Erfahrung sammeln und müssen nicht gewinnen, weil
Gastadt dient auch dazu, sich mal die Konkurrenz anzugucken. Ja, und wird jetzt auch... kann hart sein. Und die ist auch, selbst ich sehe, dass die ist auch hart, wie es vorne bei Hoppe und Kern zugeht. Ja, trotzdem 2,6 Sekunden Abstand. Und der Hoppe, der ist... Ja, er überrundet jetzt gleich, komm jetzt, Fahrer. Ja. Er wird jetzt gleich seine Überrundung hier fahren. Oder er ist schlau, überrundet ihn noch nicht und macht in der DRS-Zone Flügel auf. Das könnte ihn Zeit, bisschen Zeit gut machen, aber gut, wenn Grimm jetzt langsamer ist und Hoppe bleibt dahinter, dann, ja. Ja. Da wird er jetzt aber auch schon nervös, der Hoppe. Oh, da gehen beide Grimm weit. Auch, ja, das ist, ja, also da sollte man Platz machen, definitiv. Also in der realen Formel 1 hätte es jetzt schon die ersten Boxenfunks und Fluchsprüche gegeben. So, und ein Handzeichen. Ja, das, ich glaube, da habe ich schon gesagt, Hoppe macht den Flügel auf. Hoppe wird Zeit gut machen, definitiv. Hat aber jetzt mittlerweile eine Sekunde auch schon wieder auf Kern verloren. Ja, dann hat er wahrscheinlich die Sekunde jetzt gut gemacht. Also, aber, Kern profitiert jetzt von dem Überrundungsmanöver. Definitiv. Ist jetzt rangefahren auf eine Sekunde. Hatte zwischenzeitlich 2,2 Rückstand. Ja. So, jetzt muss die zwei jetzt ziehen lassen, weil er mischt sich da in den Führungskampf ein. Und das sollte er nicht. Das, da muss ich sagen, das dulde ich auch nicht, weil die zwei fahren da vorne ihr Rennen. Und er gehört nicht zu der Gruppe. Von daher hat er da auch eigentlich nichts zu suchen. Aber klar, er muss natürlich auch irgendwo seine Pace halten. Und nicht jetzt extra wegen den beiden irgendwie 30 Sekunden langsamer fahren. Aber da lässt er sie auch ziehen. Ja, und da sind sie vorbei. Also Kern hat eine halbe Sekunde jetzt bei dem Überrundungsmanöver gut machen können. Wir haben auch definitiv schon die Halbzeit erreicht, sind gerade in Runde 30, noch, ja, Halbzeit ist schon längst vorbei, noch 15 Runden zu fahren. Und ja, also das könnte nochmal spannend werden, definitiv gerade vorne. Kern gibt alles, damit er an Hoppe rankommt. Ja, aber Hoppe kann im Moment eine schnellere Pace gehen. Die Rundenzeiten sind auch, ich glaube, besser sogar. Nee, es ist... Ja, fast identisch. Also ja, doch, identisch schon, ja. Ja, also klar, es geht hin und her. Beim Weg. Ja, da geht ja auch ein bisschen Zeit drauf. Ja. Und, ja, aber der... Gern schnellste Runde, Runde 27, 1, 21, 9, 9, 3 und das im Rennen, das ist schon ordentlich. Also da kam der, glaube ich, annähernd von den Zeiten her nicht ran. Immer 22 hoch bis 23 niedrig gefahren. Beim Hoppe sieht es wirklich auch nicht anders aus. Hoppe schnellste Zeit eine 1:21.538. Auch eine Spitzenzeit. Fast eine halbe Sekunde sogar schneller. Ja, jetzt hat man halt noch frische Reifen und auch wenn der Tank voll ist, aber... Ich glaube, das ist vielleicht bei den Fahrern auch so, dass sie im Zweiten sind, ein bisschen schneller sind. Bei mir ist es immer so. Und, ja. Oder? Hoppe fährt jetzt eine Führung raus und Kern kommt nicht mehr ran. Ja, wenn man jetzt mal so auf das Reifenalter guckt, also wir haben vielleicht zwei Stopper, so wie es aussieht, und zwar könnten das sein Jungblut und Denker. Die haben beide jetzt schon 10 Runden auf dem Reifen hinter sich, im Gegensatz Hoppe und Kern jetzt erst 4 Runden auf dem Reifen unterwegs. Also so wie es aussieht, werden Denker und Jungblut zweimal stoppen. Und die beiden auf Position 1 werden da nur eine Einstopp-Strategie fahren, auf 1 und 2. Und jetzt läuft Hoppe auf Borngässer auf, wird da jetzt wieder hoffen, dass er schnell vorbeikommt. Aber ich denke, Borngässer wird da fair Platz machen, vielleicht sogar ein bisschen lupfen und da Hoppe vorbeilassen und dann anschließend auch Kern. Hoppe
profitiert jetzt auf jeden Fall vom Windschatten. Beziehungsweise vom DRS-Fenster. Er ist auf jeden Fall jetzt im DRS-Fenster drin. Ja, er hat den Flügel aber nicht offen. Oder, ich weiß nicht. Weil sobald man bremst, geht der Flügel wieder zu. Weil dann muss man ja nicht wieder auf einem Exaktknopf drücken. Das System ist da so schlau und erkennt, dass der Flügel zu ist. Ja, der Abstand bleibt im Moment konstant. Hoppe 1 bis 1, also 1,5 bis 2 Sekunden vor Ferens Kern im Schnitt. Ja, da hat sich jetzt der Zweikampf erstmal etwas vertagt. Das Rad, glaube ich, auch beiden erstmal gereicht. Die Nerven lagen da bestimmt blank. Die fast 10 Runden, die sie da wirklich durchweg gefightet haben. Weltklasse, wirklich. Spitzenleistung an die Jungs. Und ich denke mal, die müssen wir nach dem Rennen mal hier hochholen. Ja, also Interviews haben wir ja sowieso. Von daher werden wir das da auch schön besprechen können, was die beiden da sagen. Definitiv. Ja, im Ganzen, also ich finde es schade, dass sie das Feld echt auseinandergezogen hat. Und ja, man fährt ja dann irgendwo, denkt man sich als Fahrer, blöd, jetzt fahre ich die ganze Zeit alleine und sieht halt vielleicht im gesamten Rennen mal 3-4 Autos oder so, ne? Währenddessen man schon mitten im Rennen ist. Und ja, das finde ich selbst persönlich, finde ich das auch nicht gut. Und weil dann, ja, das geht halt ein bisschen so auf die Lust und so, weil man hat keinen zum Fighten. Und man merkt auch selber, gerade wenn man am Fighten ist, dann ist man, bei mir ist es so, ist man auch tatsächlich schneller von den Rundenzeiten her. Aber vom Hoppe keine Fehler, nur ein paar Mal gegenlenken, aber sonst Dreher oder Quersteher oder sonstiges nichts. Ich glaube auch, bin mir hundertprozentig sicher, der ist ohne, hat sich noch kein Ing eingeholt. Ja, kann gut sein. Ja, ich meine auch, wenn man hier mit Ings fahren kann. Trotzdem auch Respekt an die, die es dann auch schaffen, ohne zu fahren, auch wenn das ein unofficial Race ist. Und hier ist ja nicht auf Fans und sowas geht. Aber was ich eben auch nochmal erwähnen wollte, ist ja, den McLaren MP430, den kann man auch nicht sofort fahren, wenn man Airracing sich geholt hat. Also online ist es schon möglich auf gehosteten Servern, aber im richtigen Betrieb ist es nicht möglich. Da muss man sich erst die Lizenz erfahren und das finde ich aber auch persönlich gut von iRacing. Weil, ja, man kann es ja nicht andersrum machen, dass man jetzt, wenn man jetzt sich iRacing holt, mit einem McLaren anfängt und ganz oben in der A-Lizenz ist auf einmal der kleine Mazda, ne? Da muss man sich halt schon ein bisschen hocharbeiten und gerade das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man eine iRacing-Karriere starten möchte. Man muss sich, glaube ich, auch von klein nach oben arbeiten. Oder Manuel, wie siehst du das? Wie hast du so deine iRacing-Karriere angefangen? Ja, also ist auf jeden Fall so. Ich finde auch das ganze System sehr spannend, dass man sich von klein nach groß fahren muss, dass man nicht sofort in dem GT3-Fahrzeug sitzen kann in den offiziellen Rennen, dass man mehr mit dieser Rookie-Lizenz anfängt, dann erstmal auf Sicherheit fahren muss, was viele auch nicht wissen, sondern denken, sie müssen immer die Rennen gewinnen, um Lizenzen aufzusteigen. Nee, es geht darum, dass du fehlerfrei fährst, wenige Kontakte, sauber fährst. Somit steigst du dann die Lizenzen auf. Um dann stärkere Gegner in deinem Fahrerfeld zu haben, dann solltest du Rennen gewinnen, um diese iRacing-Punkte zu sammeln. Aber prinzipiell das System erstmal sicher fahren, das Auto gut beherrschen und möglichst wenig neben der Strecke sein, wenig Unfälle zu haben, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Auf jeden Fall, also die Umsetzung ist echt stark. Nur, klar, es gibt natürlich auch in iRacing Sachen, die vermisst, denke ich mal, jeder. Und, aber da kann man halt wirklich so als Fahrer nicht viel machen. Klar, man kann im Forum alles vollhauen oder so, aber ich gehe mal zu 99,9% aus, dass sie darauf nicht so stark reagieren würden. Und jetzt, einige haben es ja auch mitbekommen, es war ja, ich habe erst gedacht, ey, das ist ein April-Scherz, oder? Dass die irgendwas mit Dirt und so machen und ja, tatsächlich kommt es doch halt raus. Und da habe ich mich letztens gefragt,
hört, was soll das in iRacing, ne? Ich meine, ist ja schön und gut, dass man halt mal ein bisschen so Rallycross und so fahren kann, ne? Aber ich hätte mir viel lieber irgendwie ein neues Fahrzeug gewünscht oder vielleicht mal zwei, drei Fahrzeuge mehr. Oder vielleicht mal irgendwie eine Aufstockung von iRacing, dass man jetzt nicht nur mit fünf Fahrzeugmodellen auf der Straße fahren kann oder vielleicht auch mal Wetter oder so, ne? Und das war wirklich so die traurigste Nachricht, die ich dieses Jahr von iRacing gehört habe. Und ja, ich halte davon einfach nichts. Da hätte ich lieber wirklich meinetwegen noch ein Bentley oder den neuen M6 oder sowas. Oder vielleicht in Richtung Amerika, vielleicht ein GTE oder eine WEC, ein LMP oder so. Das sind halt so Sachen, die vermisse ich einfach in iRacing. Oh, ich muss ja sagen, so ein schöner M6, der wäre natürlich sehr schön. Ja, das wäre natürlich schön. Was ich mich natürlich auch frage, iRacing, klar, die packen nichts ins Spiel rein, wovon sie wirklich nichts haben. Also, die scannen das Auto und haben ein Fahrzeugblatt, Datenblatt und genauso mit den Strecken. Da sind sie ja gerade auch noch, gerade für das Dirt Oval, den Eldora Speedway am machen. Und die sagen jetzt einfach nicht, okay, komm, wir suchen uns jetzt drei Modder raus, die irgendwie für irgendein Spiel was Gutes gemoddet haben. Und macht man M6 und wir packen den rein. Nee, so ist iRacing nicht, ne? Die packen halt wirklich nur Sachen rein, wovon sie wirklich alles haben, was sie scannen dürfen. Und da frage ich mich als Fahrer, gut, wenn es jetzt ein Z4 gibt, den gibt es ja auch, glaube ich, schon, richtig lange. Das war auch, glaube ich, der allererste GT3 in iRacing. Warum? Die haben ja dann in dem Sinne Lizenz für BMW. Ob es jetzt nur der Z4 ist oder BMW allgemein, könnten die doch sagen, okay, komm, wir machen jetzt einen M6, aber ich weiß natürlich wiederum nicht, wie lange dauern die Produktionszeiten und ja, das sind halt alles so Sachen. Aber auf die nächste Season freue ich mich sehr, weil da ist ja Imola und Le Mans angekündigt und bei weitere Strecken, auch aus europäischem Bereich und ja, der europäische Content, der wächst. Ja, man darf das natürlich nicht vergessen, dass iRacing seinen Ursprung im NASCAR, also im Ovalsport hat und jetzt mit der Zeit einfach den europäischen Markt erobert. Mhm. Immer mehr werden hier Simracer bei iRacing und der Markt wächst und wächst und wächst und man sieht und erlebt es auch hier vor allem bei SRD und bei SRD-TV, also die Zuschauerzahlen steigen stetig. Selbst jetzt hier die Rennserie. Also es ist super, bei 9 Fahrern durchweg über, ne, nicht mal, wir haben jetzt nur noch 6 Fahrer im Feld und durchweg haben wir über 20 Zuschauer. Oder um den Schnitt, wenn man das vergleicht mit anderen Streams, bei GT3-Serien auch nicht unbedingt immer besser besucht. Natürlich brauchen wir jetzt nicht von Raceport oder sowas zu reden, aber wir hatten es auch schon mal erwähnt, wenn man das prozentual vergleicht, was die Follower bei iRacing angeht und bei Simracing Deutschland e.V. auf dem YouTube-Channel, wo es immerhin mittlerweile fast 600 oder bald 700 sind, wir haben 611 Follower da, was eine geniale Zahl ist für Simracing Deutschland, also da sind alle stolz drauf. Macht es doch schon was aus. Also wir hatten auch jetzt beim 24-Stunden-Rennen am Start fast 300 Zuschauer. Ja, und das ist mal eine Bombenzahl, wenn man das überlegt, man hat nur 600 Follower und iRacing hat, lass mich raten, 2.000, 3.000 Follower. Ja, und iRacing ist so in den sozialen Medien auch nicht gerade besonders. Was ich persönlich wirklich krass fand, ist, dass die heute einfach von meinem Team was geteilt haben über Twitter. Das ist einfach unfassbar. Das ist krass, dass sie dann halt auch sowas machen, dass sie dann halt auch mit den Fans kommunizieren und nicht halt sagen, okay, wir machen unser eigenes Ding, egal was die anderen sagen. Also so machen sie sich halt definitiv auch beliebt in den sozialen Medien und ich finde, das hat heute auch schon wirklich so Vorrang, wo man sich halt berühmt machen kann und man größer werden kann. Man kann nicht einfach ein Forum haben, jetzt als Beispiel sind wir jetzt in Deutschland, wir haben nur ein Forum, wir streamen nicht oder sonst was. Ja, auch irgendwie blöde. Man muss sich ja auch irgendwie rauspräsentieren können. Und jetzt in der Zwischenzeit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wie vermutet Jungblut mit seinem zweiten Stop? Also holt sich jetzt nochmal für die letzten 16 Runden neue Reifen. Da werden wir dann jetzt wahrscheinlich auch gleich Denker noch sehen, wie er an die Box kommt. Bin ich mal gespannt. Jetzt gerade in the boot. Wird jetzt hier Turn 9 nehmen, Turn 10, Turn 11, Turn 12 und dann sehen wir mal, ob er in die Box reinfährt. Ja, Julian
Knut aktuell sehr leise, hat anscheinend auch Internetprobleme gehabt. Also deshalb sind David bzw. ich hier eigentlich hauptsächlich am Kommentieren. Julian Knut hatte auch einen Disconnect gerade, deshalb auch nicht mehr in der Kommentatorenbox. Sehr schade. Auf jeden Fall schön, jetzt mal zwei neue Stimmen hier im Stream zu haben. Auch vor allem David Hoffmann, der hier sehr, sehr fleißig ist. Hoffe, dass er mich bzw. die anderen Kommentatoren rund um Michael Morgenthal, Didi Traxler, Sascha Henken und Alvin Pradaric da regelmäßig jetzt noch begleiten wird. Wäre auf jeden Fall schön. Ja, und hier Ruben Denker dreht dann doch noch die eine oder andere Runde, hat jetzt schon 18 Runden auf dem Reifen. Also es wird so langsam Zeit, wenn er nochmal stoppen sollte, ja, reinzukommen. Ferenc Kern verliert weiterhin auf seinen Teamkollegen, der vorne wegfährt. Justin Hoppe, mittlerweile 4,2 Sekunden der Rückstand von Ferenc Kern auf Hoppe. Aber viel Unterschied ist da nicht. Also wenn man die letzte Rundenzeit sich vergleicht, Hoppe mit einer 1:21.957 im Vergleich zu Kern mit einer 1:22.085. Also das sind wirklich ein Hauch an Zahl. Oh, und da steht er quer, der Denker. Boi. Da rettet er aber gerade noch so den Einschlag. Und da geht er jetzt auch nicht in die Box. Okay, ich dachte, da geht er schon in die Box. Ui. Meine Güte. Diese Sand... Ey, ob das ein Einschlag war? Nee, da war kein Einschlag. Also hier sehen wir's. Ja, der ging da auch ein bisschen fliegen, hat er da gelernt. Ah, es war ein Einschlag. War ein Einschlag? Es war ein Einschlag, so wie es aussieht an der Karosse. Oder? Was ist? Das kann natürlich auch wieder so sein mit dem Internet. Das ist da immer so eine Sache, was man für einen Ping und so hat. Hier aber geht er erstmal sehr weit. Definitiv nach einem Einschlag aus, weil sonst die Karre wäre geradeaus wieder auf die Strecke gefahren. Aber oh, ja, hinten ein leichter Ditcher, also muss hinten wohl angeschlagen sein. Dann steht er quer und kann das Auto noch gerade so abfangen. Aber da zieht man. Oh, Mariusz Grömiec. Oh, die Karre ist kaputt. Ah, in der Bootkurve. In der Tow-Kurve, Kurve 8. Ja, auf dem Rasen beschleunigt und Auto quer, Frontaleinschlag, Flügel kaputt, Reifen stehen schief. Also alles, was man nur haben kann, da werden die Mechaniker sich freuen. Ja, wenigstens ist der Heckflügel heiler, also. Ja. Es ist halt, ja, wir sind noch junge Fahrer und wir arbeiten definitiv auch an uns. Also. Da sieht man's. Kommt, na, wo bleibt's? Hier ist er noch gerade, wird nach außen getragen. Wehrsteher keinen gehabt, kommt da eigentlich relativ gut raus. Ja, bisschen zu weit, wie du gesagt hast, kommt auf die Wiese. Beschleunigt und dann ist das Auto nicht mehr zu halten. Frontaleinschlag hier in die Leitplanke. Puiuiui, da können wir nur froh sein, dass wir uns hier wirklich im virtuellen Motorsport befinden, weil... So ein Einschlag hätte auf jeden Fall wehgetan. Und da stellt er auch das Auto gerade ab, fährt hier an die Box. Ich glaube nicht, dass da die Boxencrew noch irgendwie was zum Laufen bringen kann. Und damit leider der vierte Ausfall am heutigen Abend. Rechnung wäre teuer gewesen, wäre es nicht. Ich hoffe, so ein Formel-Auto kostet ein bisschen. Ja, schade. Auch fürs Team und so. Und ja. Ich meine. Wie gesagt, positiv sehen, im nächsten Rennen kannst du nur besser laufen. Und man sammelt pro Rennen immer und immer mehr Erfahrung. Sonst die anderen weiterhin im Rennen. Hoppe führt, weiter Kern, Abstand 4,5 Sekunden. Finden sich Sektor 3 kurz vor Kurve 9. Ich denke mal, da wird auch nicht mehr so viel passieren. Autos sind nur heile von beiden. Der Hoppe darf sich nur keinen Fehler einfangen. Weil der Kern wird definitiv vom Profitieren. Oder der Kern kommt halt wieder so ran, dass es wieder spannend wird. Aber ich denke mal, der Hoppe ist von der Rundenzeit her die schneller. Fährt wirklich, oh, er fährt hohe 21er Zeiten konstant. Und Kern mit niedrigen 22er Zeiten. Also
Bei Zehntel macht der Gruppe pro Runde gut. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ob Kern seine Reifen schont. Im Gegensatz zu Hoppe und dann am Ende nochmal hier die letzten 5, 6 Runden nochmal richtig aufholen kann, ob er dann nochmal Sekunden gut machen kann. Wird natürlich auf jeden Fall sehr, sehr schwer, aber wir haben schon gesehen, im Rennen Nummer 6. Jetzt hat auch das Auto verlassen. Schade. Schade, schade. Ja. Aber bei dem Einschlag hätte mich das anders auch nicht gewundert. Ich glaube, er hat sich halt erst so gedacht, wie lange brauchen die zum Reparieren. Und wenn da eine hohe Zahl steht, ja, dann stellt man das Auto auch ab. Ja, der Jungdude, der hat den beiden viel geholfen. Er ist ja auch ein erfahrener Fahrer und Auge hat sich auch sofort angeboten, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ich helfe euch und ich sag so, ja, er macht das mit den zwei da aus, ich halte mich da raus, die fahren und ich denke mal, der hat auch seine Erfahrung an den Zühler und wird mir jetzt weitergegeben. Ja, sind halt junge Fahrer und sind noch in der Lernphase und gerade was so die Konstant angeht und halt Rennen ist halt nicht in der ersten Runde vorbei, das sage ich immer wieder gerne. Aber ich denke mal, da sind potenzielle Fahrer und da wird auf jeden Fall auch in Zukunft was kommen. Lass sie sich erstmal einfahren und auch schneller werden und konstanter und dann klappt das auch. Aber gerade Watkins Glen ist auch für die Autos eine technisch anspruchsvolle Strecke. Es geht berghoch, es geht bergunter, es gibt schnelle Kurven, es gibt langsamere Kurven. Mal hoch und runter schalten, Gas und Bremse. Geht auch ein bisschen auf den Kopf, denke ich mal. Ja, also generell das ganze Fahrzeug ist sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ein Fahrer, der normalerweise, also ein Piranha-Fahrer, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, meinte, er ist auf jeden Fall zu alt für das Fahrzeug. Er müsste so viel Knöpfe bedienen und dann noch schalten und hin und her und das und dies. Ja, es ist eine Herausforderung. Also, also man kann sehr, sehr viel auch während der Fahrt einstellen, beziehungsweise muss viel während der Fahrt einstellen. Und ist wirklich nicht nur fahren, sondern das ist Multitasking pur. So, wir sind in der 45. Runde, letzten 10. Wir sind auf jeden Fall angebrochen und es ist ein. Muss es jetzt sagen, jetzt ist es ein einsames Rennen für viele Fahrer. Gerade nochmal nach vorne, wie sieht's da aus? Hoppe fährt jetzt gerade in die Tow rein und Kern fährt gerade aus der Chute raus, also aus Kurve 7. Die beiden trennen 5,5 Sekunden. Ich glaube, ich gehe nicht mehr davon aus, dass da noch irgendwas passiert. Oder Manuel? Was sagst du? Ja, also ich sag's immer wieder, Rennen ist erst entschieden, wenn sie über die Ziellinie sind. Ja, das habe ich mir gerade dabei auch gedacht. Wir haben so viel schon gesehen hier in der DSFM und vor allem im Formelfahrzeug. Ja, aktuell zwar 5,5 Sekunden Vorsprung von Hoppe und Hoppe ist ein guter Fahrer, aber Kern ist ebenso ein starker Fahrer und du passt hier einmal nicht auf. Und streckst dich ein bisschen raus, wir haben es vorhin gesehen, und schon hast du mal 2 Sekunden verloren, dann wirst du ein bisschen nervös, dann hast du nochmal eine halbe Sekunde verloren und dann hängt der Kern dann auch im Hoppe wieder im Heck drinne und dann ist wieder alles offen. Also wir haben es ja vorhin lang genug gesehen, die beiden gleich stark. Ja, für Fahrer auch, die in iRacing hier sind und auch Formel fahren wollen. Es ist, glaube ich, nichts anderes wie bei den Sportkarren, auch wirklich kleine Anfang, Skip Barber, Star Mazda, Formula Renault. Und dann kann man sich an den McLaren wagen, aber heute den Skip Barber fahren, morgen den Formula Renault und am dritten Tag dann den McLaren. Nein, Formelerfahrung braucht man wirklich, also da braucht man wirklich viel, viel mehr Erfahrung wie in einem AMG oder in einem R8. Das sind Welten von Autos. Du hast einfach nur Dampf auf der Hinterachse und du hast Aerodynamik, du hast Kurvenleistung, Abtrieb ohne Ende.
Und das richtig wirklich umzusetzen auf die Strecke, egal wo du fährst, ob Spa, Watkins Glen oder wie in echt Monaco oder sowas, das ist echt wirklich, wirklich der Hammer. Also ich hab mal, vor 2 Jahren habe ich mal mich eine halbe Stunde mit Nico Rosberg unterhalten und das war echt interessant, was er da gesagt hat, auch über die Formelautos. Und im Fernsehen sieht es einfach aus, aber das ist es nicht. Hier sieht es vielleicht auch einfach aus, aber ich denke mal, dass die Fahrer ordentlich am Kämpfen sind. Ja, dann hast du jetzt ja gleich mal was zu erzählen, was er erzählt hat. Dann hau mal raus. Es war echt witzig. Ich habe ihn an der Nordschleife getroffen und natürlich siehst du ihn da. Und ich war im VIP-Bereich. Da hast du dann halt auch große Namen, die du sehen kannst. Ne? Und ich habe dann einfach gesagt, komm, ich war hin und frag sie mal, sag's mal ganz nett Hallo und so. Ja, dann haben wir ja so über die Nordschleife unterhalten und ich habe den dann nicht direkt mit Fragen zugeworfen, sondern so immer im Nachhinein reingefragt. Und dann ging es halt so in Richtung Formel 1 und meine allererste Frage war es, wie ist ein Formel 1 Wagen zu fahren? Er hatte halt gesagt, es ist eine Kopfsache. Du steuerst wirklich das komplette Auto nur mit dem Kopf und denkst dir jetzt wirklich nicht, okay, ich probiere hier mal mehr. Sondern musst halt wirklich eine Linie halten, du musst jeden Curb wissen, wie er mit dem Auto reagiert. Weil es sind ja ganz empfindliche Autos und du musst mit dem Gas spielen, du musst deine Telemetrie im Auge halten, du musst auch deine Boxen hören, was die sagen und so. Und die können ja auch das komplette Auto auf ihren Monitoren sehen, was da dran ist und können da wirklich jede kleinste Veränderung spüren. Die können sehen, die können ja auch von der Boxengasse aus die Autos einstellen, das geht ja auch. Und es ist auch wirklich echt eine kniffige Aufgabe. Gerade hat er auch gesagt, wenn es in Richtung Monaco geht, hat man keine Zeit mal eben auf Display zu gucken, weil da hast du keine Zeit. Da musst du dann halt wirklich komplett deine Box muss dein Auto einstellen. Es ist halt schon echt heftig und körperlich ist es wirklich auch eine anstrengende Sache und die Fahrer müssen wirklich topfit sein, wenn man sich wirklich so heute die alten Fahrer anguckt. Die damals ihre Zigarettensponsoren auf dem Auto hatten. Die haben sich vor jedem Rennen vielleicht noch eine Zigarette geraucht und nach dem Rennen sich eine Bierflasche aufgemacht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute müssen die Fahrer topfit sein. Das ist heute eine ganz andere Generation. Da hat er halt wirklich auch wirklich viel drüber erzählt und aber so über das Auto mit technischen Daten und so, da hat er dann den Mund gehalten. Aber das finde ich aber, ist aber auch echt nicht schlimm, weil der muss ja nicht alles preisgeben. Ich wollte halt nur wissen, wie sich das Auto fahren lässt. Wie das eine körperliche Sache ist und eine kopfliche Sache und so. Aber er hat mir auch gesagt, er will später mal Tourenwagen fahren. Ob er es macht, ob er mal irgendwann beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring landet, ist eine andere Sache. Aber es war echt ein ganz interessantes Gespräch und dann war es auch schon vorbei, weil dann kommen natürlich andere Leute, die umzingeln sich dann um den und ich habe dann nur gesagt, jo, danke Nico und ich will dich mal nicht weiter nerven. Ja, also im richtigen Team für Tourenwagen sitzt er ja schon. Ich meine, der AMG läuft ja nicht schlecht. Ja. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ah, für mich ist die richtige Formel 1 ist für mich nicht die Königsklasse. Das ist für mich einfach alles nur noch Technologie, die übers Weite hinausgeht. Und ganz ehrlich, ich habe an der echten Formel 1 habe ich die Interesse verloren. Aber virtuell nicht. Weil virtuell siehst du halt, was du in der Formel 1 niemals sehen wirst. So mit Angriffe und da mal über den Rasen und so fahren, das kannst du teilweise virtuell machen. Aber das muss sich echt in Grenzen halten. Nicht wie du mit einem Tourenwagen noch 100 Meter über den Rasen oder so fährst oder sonstiges. Jetzt ist hier auch ein schönes Beispiel gewesen. Ferenc Kern war ja mittlerweile über 5 Sekunden hinter Justin Hoppe. Justin Hoppe war dann am Überrunden von Fabian Jungblut, ist im Windschatten aber nicht richtig rangekommen. Und es ist auch so, wir haben es schon oft gehört von den Fahrern, wenn du innerhalb von circa einer Sekunde, 1,5 Sekunden bist und da einen zu überrunden hast, ist es brutal schwer, weil du hast dann diese Luftverwirbelung, hast nicht mehr den richtigen Grip. Und verlierst dann eigentlich einen Haufen Zeit, also es macht sich wirklich bemerkbar und das war jetzt hier auch das Beispiel. Man hat gesehen, den Ferenc Kern über eine halbe Sekunde gut gemacht, obwohl Hoppe da gar nicht so nah dran war an Jungblut und relativ schnell dann auch optisch vorbei war. Aber jetzt sieht man, er hat wieder freie Fahrt und geht dann gleich in einer Runde wieder mit einer halben Sekunde raus. Enorm. Ja, 5 Sekunden trennen die beiden vorne. Hoppe und Kern.
Ja, gewinnt der Hoppe einen Start-Zielsieg, fährt der Kern und Zweitplatzierter über die Ziellinie, ist natürlich ein Doppelsieg, da werden sich die Jungs drüber aufreuen. Aber ich denke mal, teamintern haben die beiden einfach gewonnen, weil die haben sich wirklich ein spannendes Rennen gegeben in der ersten Dreiviertelstunde und haben sich wirklich da wirklich bis auf den Rasen sind sie fast gefahren und wollten entscheiden, also ich will vorne sein. Ja, Teamtaktik vielleicht auch gar nicht so doof. Wenn man sich so nochmal zurückschaut, was wir haben es ja, oder ich habe es zu Anfang erwähnt, Kern im Moment führender, dahinter dann Denker, Christian Buch auf Platz 3 in der Gesamtwertung, fährt nicht mehr mit. Dann dahinter Justin Hoppe auf 4. Sprich, Justin Hoppe sammelt jetzt Punkte, macht einen Haufen Punkte gut auf Denker. Kern macht weiterhin Punkte gut auf Denker, ist ja sowieso schon vor Denker. Und somit könnte Hoppe vielleicht dann noch vorbeigehen, wenn wir jetzt in die letzten 5 Runden gehen. Könnte in der Gesamtwertung vielleicht dann auch noch vorbeigehen an Denker. Und somit wird sich Reactive Sim Racing Podium 1 und Podium 2 in der Gesamtwertung am Ende der Saison sichern. Also vielleicht gar nicht so schlecht die Überlegung, obwohl Kern natürlich im Moment der Führende in der Gesamtwertung ist. Ja, Denker mittlerweile mit 1:03 Rückstand auf die beiden Führenden, beziehungsweise auf Ferenc Kern, auf Justin Hoppe sind es dann nochmal 5 Sekunden mehr. Dahinter dann 17 Sekunden Fabian Jungblut, da haben wir ihn im Bild. Und noch unterwegs, allen bekannt aus den DSFM-Streams, Luca Borngesser, der heute mal nicht in der Kommentatorenbox sitzt, sondern gesagt hat, ich will jetzt auch mal fahren. Mir macht das Fahrzeug Riesenspaß. Aktuell auf Platz 5, nicht ausgefallen. Sein Ziel war durchzukommen, egal wo er ankommt. Hauptsache er kommt an. Hat nur noch 4 Runden vor sich, also sein Ziel ist er ganz nah. Und dann geht es leider schon los mit den Ausfällen. Kommen jetzt raus auf Position 6, Grund raus auf 7, Kappel raus auf 8 und Sühler auf 9. Also sehr schade, dass wir jetzt nur noch 5 Fahrer auf der Strecke haben, aber ich denke, am Anfang wurden wir auf jeden Fall sehr entschädigt hier von den Fahrern mit dem Zweikampf um Position 1, Hoppe und Kern. Also spektakulär. Schön wäre es gewesen, natürlich jetzt am Ende nochmal in den letzten 10 Runden den Zweikampf zu haben, aber Formel 1 vorne ein Zweikampf. Ich meine, wenn man es in der Realität nicht hat, dann bitte hier im virtuellen Motorsport. Und wer würde sich von uns nicht wünschen, dass wir in der Formel 1 wieder so Zweikämpfe an der Spitze sehen über mehr Runden, wo sich auch Teamkollegen wirklich Rad an Rad, Runde um Runde wieder überholen und bekämpfen. Also spektakulär das Ganze. Ja, nur noch 3 Runden jetzt zu fahren. Wir sind in der finalen Phase des Rennens. Jo, was haben wir gesehen? Auf jeden Fall einen spektakulären Start. Eine spektakuläre erste Phase. Unglaublich krasse Unfälle. Einige kleinere Fehler. Verschiedene Strategien. Also wir haben nur 1-2 Stopper im Feld. Fabian Jungblut, der noch unterwegs ist. Mit 2 Stops. Ansonsten alle mal wieder nur mit einem Stop hier gefahren. Ja, wäre schön, wenn wir da in Zukunft auch mehr Stops sehen. Ansonsten, ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch die beiden neuen Kommentatoren hier an meiner Seite zu haben. War auch schön, jetzt einfach mal den beiden hier das Wort zu überlassen. Weil wir hoffen natürlich generell SRD-seitens, SRD-TV-seitens, dass wir da eine Verstärkung im Team haben. In dem Zuge auch nochmal der Aufruf, wenn da draußen jemand Interesse hat am Kommentieren,
einfach mal den Alvin Pradaric oder den Michael Morgenthal anschreiben. Wir kriegen euch in irgendeinen Stream bestimmt rein. Ansonsten gerne auch bei der DSFM natürlich mit kommentieren. Und wenn ihr dann Spaß, Lust und Laune habt, finden wir vielleicht auch die ein oder anderen mehr Streams. Wir haben ja auch 24-Stunden-Rennen. Eventuell gibt es am Ende des Jahres nochmal eins. Da ist natürlich auch jeder sehr gerne gesehen. Ja, also jetzt auch schon mal im Vorfeld, auch wenn wir hier am Fahren sind, während dem Stream nochmal an dich, David. Ein Riesendank, dass du heute Abend dabei warst. Dass du ja, mich hier unterstützt hast. Gerne. Also mir hat es auch wirklich total Spaß gemacht und wenn du mich das nächste Rennen brauchst, ach Bescheid. Ja, also wie gesagt, ich denke, bei SRD TV werden wir auf jeden Fall jede Verstärkung brauchen können. Das Programm für das kommende Jahr 2017 wird auch nicht weniger werden als das aktuelle. Also da kommt wahrscheinlich sehr, sehr viel auf alle zu. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich hoffe, ich kriege da nicht auf den Deckel. Also da wird sehr, sehr viel auf SRD TV zukommen. Also wir brauchen jede Manpower im Streaming-Team. Deshalb, ja, meldet euch. An dich vielen Dank nochmal, David. Schade, dass Julian Probleme mit seinem Internet hat, ist jetzt schon längere Zeit nicht Julian? Mehr zurück. Ja. Ist nicht mehr hier in der Box, deshalb nur noch David und ich hier. Ach, du meinst den Julian, ich dachte gerade. Also, ey, Entschuldigung, mein Fehler meinerseits. Ich habe jetzt gerade Julian Hoppe, meinte ich doch, oder? Nein. Nein. Naja, der Julian, der hat technische Probleme, aber auch danke an ihn. Der hat mir auch ein bisschen Unterstützung gegeben und ich musste auch wirklich nicht nervös oder so sein. Er hat es auch das erste Mal gemacht und ja. Ja. Definitiv. Also wirklich astreines Rennen, was ich da eben gesehen habe und auch mitkommentieren durfte. Die zwei da vorne, die haben sich echt wirklich fast auf den Mund gehauen. Und ja. Respekt an die beiden. Ja, und jetzt fahren wir hier noch die letzte Runde mit Justin Hoppe mit. Also der hat es auf jeden Fall verdient, hier nochmal deine letzte Runde im Renntempo hier im Stream zu haben. Klasse Leistung, mittlerweile 8,4 Sekunden, also er wird Ferenc Kern jetzt auch ein bisschen locker gemacht haben. Naja, wobei doch beide von den Zeiten jetzt eine 1,23 gefahren, also die machen beide jetzt ein bisschen locker und ja, super Leistung. Bin jetzt gespannt, ob da Denker noch den Justin Hoppe vorbeilässt oder ob Denker sagt, nee, ich lass mich doch nicht nochmal überrunden und fahre dann noch eine Runde mehr, um mich zweimal überrundet zu werden. Also Denker auch schon eine Runde zurück. Und da fährt er bei der Ziellinie. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dank. Justin Hoppe. Bin auf jeden Fall gespannt, was er da gleich sagen wird. Super Rennen nach seiner Rückkehr hier ins DSFM-Feld. Und Ferenc Kern, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Super Leistung von Reactive Sim Racing. Ja, und jetzt hier Ruben Denker fürs Piranha-Team. Jetzt in seiner letzten Runde und ja, hier haben wir sein das letzte Auto sein, was über die Ziellinie fährt. Genau. Fabian Jungblut als Viertplatzierter über ja, die Ziellinie. Ist schon über die Ziellinie, genau. Genau. Luca auch noch am Fahren, Borngesser. Ja, sein Teamkollege Ruben Denker ja hinter ihm, aber nur auf der Strecke im Feld vor ihm. Hat dann auch seine Runde gleich beendet, der Luca Borngesser. Ja, auch von mir hier herzlichen Glückwunsch aus der Kommentatorenkabine. Schön, dass du heute am Rennen teilgenommen hast, Luca. Schade, dass du nicht da warst, aber klasse Leistung hier, dass du das Auto nach deinem Wunsch, nach deinem Ziel auch jetzt da ins Ziel geschafft hast, ohne großen Fehler, ohne Crash. Ja, da schmeißt du auch noch fast das Auto weg. Ja, letzte Kurve. Herzlichen Glückwunsch für dich zu Rang 5, Luca. Und dann fehlt uns nur noch Denker, der jetzt über die Ziellinie kommt. So, und dann haben wir auch schon das gesamte Feld über die Ziellinie. Und wir sind dann gleich wieder mit den Interviews für alle da. Bis gleich. We'll be right back.
Ja, und da sind wir auch zurück mit den drei Erstplatz, beziehungsweise mit den Top 3, nicht mit den drei Erstplatzierten. Justin Hoppe, Ferenc Kern und Ruben Denker. Ja, war ein extrem spannendes Rennen, vor allem von dir, Justin, und von dir, Ferenc. Justin, wie hast du so den Zweikampf am Anfang erlebt und wie die Startphase? Ja, Start habe ich mal was ganz Neues ausprobiert, das ging dann komplett in die Hose. Musste Ferenc durchlassen, konnte zum Glück noch vor Ruben bleiben. Dann habe ich ein bisschen versucht, Pace zu finden, ein bisschen Konstanz zu finden. Ja, und dann ging es halt los mit den Zweikämpfen durch die langen Geraden und der relativ langen DRS-Geraden konnte man dann natürlich deutlich Zeit gut machen. Und ja, dann gab es halt den einen oder anderen Zweikampf und ja. Bisschen Probleme gehabt am Ende mit den Reifen. Hatte eine längere Pause im F1 und seit dem Update verhält sich schon ein wenig anders als vorher und ja, da musste ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht unbedingt die Strecke verlasse. Ja, auf jeden Fall schön, dass du zurück bist mit Teamwechsel. Jetzt ja nicht mehr bei Velocity Motorsport, sondern bei Reactive Sim Racing. Es war ein bisschen ungewohnt, dich in der neuen Lackierung zu sehen. So, Ferenc, als Teamchef, wie hast du den Zweikampf über die gefühlten 30 Runden, jeweilige Führungswechsel, so gesehen und wie hat's Spaß gemacht, mit dem Justin zu kämpfen? Ja, war top. Also ich bin immer noch ein bisschen baff von dem ersten Stint. Das hat schon Riesenspaß gemacht. Ich habe noch nie so lang solche Zweikämpfe gehabt mit nebeneinander fahren in mehreren Kurven, andauernd die Führungswechsel plus auch vernünftiges Verteidigen, also ohne irgendwelche harten, unsauberen Manöver, sondern wirklich die Linie zeigen, pass auf, ich verteidige hier und guck, was du daraus machst. Das halt so rundenlang war schon mega. Also es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, man hat mal gesehen und es war auch mal schön zu sehen, dass man wirklich mal rundenlang sauber kämpfen kann, ohne sich überhaupt irgendeinen Incident einzuholen. Ja, also das hat auch David sehr lobenswert erwähnt, dass es faszinierend war, ihr zwei am härtesten fighten und dann trotzdem innerhalb der weißen Markierung und nicht am Kontakt haben der Fahrzeuge und kein außerhalb der Strecke fahren, sondern wirklich innerhalb der beiden weißen Linien. Also er war begeistert, ich war begeistert, unglaubliche Leistung. Ja, und dann zu guter Letzt Ruben Denker, Platz 3. Ja, Ruben, gute Leistung. Ruhiges Rennen, denke ich, bis auf den einen oder anderen Kontakt. Du hattest da einen Schockmoment noch gegen Ende, wo du dann in Turn 11 nochmal ein bisschen weit gegangen bist und anscheinend für uns sah es so aus, mit dem Heck eingeschlagen bist. Ja, wie war dein Rennen? Erzähl so ein bisschen. Ja, der Start war eigentlich ganz gut und ab da war es dann ganz schlecht. Gleich in der ersten Runde einmal in eine Wand rein. Da muss irgendwas, also der Frontflügel auf jeden Fall, aber auch irgendwas am Unterboden noch kaputt gegangen sein. Ich hatte die ganze Zeit extrem hohen Reifenabrieb und ja, dann war eigentlich recht früh klar, dass mehr als Dritter eh nicht drin ist heute und das bin ich dann nach Hause gefahren, so gut es ging. Ja, in der Gesamtwertung jagt dich jetzt auch wieder der Justin. Ja, wenn man sich das so anguckt, ich hatte es eben noch, während ihr am Fahren gewesen seid, erwähnt. Im Moment ist es ja so, dass Ferenc Position 1 hat in der Gesamtwertung, müsste er zumindest haben. Dann liegst du ja dahinter rum. Und Christian Buhk ist ja mittlerweile nicht mehr dabei, hat sich abgemeldet und Justin Hoppe hat ja heute einen Haufen Punkte gut gemacht. Wird jetzt wahrscheinlich sogar schon vorbei sein an Christian Buhk. Also da bleibt es auch spannend jetzt in der Gesamtwertung bei euch drei. Da geht es ja wirklich um Treppchen. So, dann auf jeden Fall vielen Dank euch drei. Ich hoffe, wir sehen euch in 2 Wochen wieder. Das Rennen findet ebenfalls an einem Montag statt. Also dran denken, kein DSFM Sonntag, sondern wir haben einen DSFM Montag und zwar den 16. Mai, also heute in 2 Wochen und wünschen uns, dass wir da nicht nur 9 Fahrer, sondern mal wieder 15 bis 20 Fahrer haben. Ich denke, die Jungs von Sauerland Racing werden da auch wieder ihre Fahrer am Start haben. Ansonsten allen da draußen einen schönen Montagabend noch, eine schöne restliche Woche und am Donnerstag natürlich einen sehr schönen Feiertag. Wir sind raus. Macht's gut. SRTV DSFM 2016. Gute Nacht. Gute Nacht.